Yes. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich, meine Damen, meine Herren, hier im Atelier von Max Lingner in Berlin-Pankow und auch alle Zuschauer an den Bildschirmen zum zweiten Abendvortrag in der Frühjahrssaison 2023. Heute stellt uns Thomas Flierl ein ungewöhnliches Gebäude vor, das in Paris 1937 errichtet worden ist. Ich würde es ganz kurz bezeichnen als einen Friedenstempel. Das ist nun ein Thema historisch und aber auch sehr aktuell. Ich bin sehr gespannt darauf, was er dazu entdeckt hat und warum er das gerade heute vorstellt. Ich stelle zunächst unseren heutigen Gast, kann man eigentlich gar nicht sagen, er ist der Hausherr hier, vor. Dr. Thomas Flierl stammt aus Berlin, er ist im Ostteil der Stadt aufgewachsen und hat an der Humboldt-Universität studiert, dort 1986 auch promoviert. Nach der Wiedervereinigung hat er sich einen Namen in der Berliner Lokalpolitik gemacht. Ich will das ganz kurz nur aufführen, die wichtigsten Daten. Also er war Baustadtrat in Mitte von 1998 bis 2000 und ist dann 2002 im ersten Senat mit Beteiligung der Partei Die Linke der Senator für Kultur und Wissenschaft geworden bis 2006. Und unmittelbar nach dieser Episode, im Rückblick ja beinahe, hat er sich sehr stark auf die publizistische, auch wissenschaftliche Tätigkeit konzentriert. Und man könnte das beinahe als eine publizistische Offensive gestartet, also sehr stark mit Berliner Verlagen zusammengearbeitet. Ich kann gar nicht die ganzen Monographien oder auch Beteiligungen aufzählen, ich möchte aber einige doch erwähnen. Und da wir ja hier live senden, auch einige Bücher zeigen, die das vielleicht kurz umreißen. Ich meine, die ersten Jahre hat er sehr stark zusammengearbeitet mit dem Verlag Theater der Zeit in Berlin. Da sind kulturpolitische Schriften erschienen, wie hier Berlin, Perspektiven durch Kultur, sowie eine ganze Reihe von Arbeiten, die städtebauliche Entwicklung in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg behandeln, Material vorstellen, Diskussionen anregen. Auch bereits ein Hauptthema der öffentlichen Arbeit von Thomas Flierl unterstützt haben, nämlich den Schutz, auch die Erforschung des baukulturellen Erbes Ostdeutschlands, der DDR. Er ist einer der wenigen, die in den letzten zwei Jahrzehnten regelmäßig in Russland Archivarbeit gemacht hat. Und ein Hauptthema seiner Forschung dort war es, die Werke, die städtebauliche Arbeit deutscher Architekten in den frühen 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre zu erforschen. Da war bislang relativ wenig bekannt. Und Ergebnis dieser Studien sind Bücher wie hier, durchaus weit verbreitet im Sokamp Verlag, also Texte des Frankfurter Baustadtrates Ernst May, der städtebaulich sehr ein Pionier in der Sowjetunion war, Anfang der 30er Jahre. Und das ist nur eines von mehreren dieser Werke. Thomas hat eine Reihe von Künstlern, Architekten aus der Zwischenkriegszeit, deutschen Architekten, deutschen Künstlern näher erforscht und Essays auf Grundlage von neuem Archivmaterial verfasst, so auch über Käthe Kollwitz und deren Reise in die Sowjetunion 1927 oder über das Architektenpaar Grete Schütte-Lihotzky und Wilhelm Schütte, einen Briefwechsel aus der Kriegszeit auch ausgegraben und publiziert. In letzter Zeit sind das vielleicht zum Abschluss dieser Buchvorstellung auch zur Geschichte der DDR-Architektur
ein Band gemeinsam mit dem Architekturhistoriker Andreas Butter erschienen, im Lukas Verlag hier in Berlin, über die Bauten, die von DDR-Architekten im Ausland weltweit errichtet wurden. Unmittelbar nach der politischen Tätigkeit, also in den 2000er, Mitte der 2000er Jahre, beginnt, können wir nochmal genau fragen, auch die Beschäftigung mit Max Lingner, also dem Künstler, der hier in den 50er Jahren in dieses neu errichtete Haus eingezogen ist. 2007 wurde die Max-Lingner-Stiftung gegründet und Thomas Fierl ist seit langem der Vorsitzende des Vorstandes dieser Stiftung. Und deren Anliegen ist auch, das Werk von Max Lingner bekannt zu machen. Sie haben vielleicht eine Ankündigung gelesen, dass Max Lingner auch in diesem Bauwerk auf der Pariser Weltausstellung ein Werk geschaffen hat, worauf ich sehr gespannt bin. Die letzten Publikationen, also zu Max Lingner, die ich kenne, die auch Thomas mit vorangebracht hat, sind hier eine Publikation zu Max Lingners Spätwerk. Und man kann gespannt sein, was heute über die Arbeit Max Lingners in Frankreich zu hören ist. Das ist offensichtlich noch weniger erforscht. Ja, also das vielleicht als kleinen Abriss. Nun, Thomas, du hast jetzt das Wort. Christian, vielen herzlichen Dank für die Einführung, auch dass du mit dem Lingner geendet hast. Denn ich stehe vor Ihnen also als jetzt in der Funktion, als jemand, der sich als Vorsitzender mit dem Werk von Max Lingner, mit dem Leben und dem Werk beschäftigt hat. Und von Zeit zu Zeit berichten wir eben auch in dieser Vortragsreihe über Ergebnisse unserer Forschung. Und wir haben sogar schon zwei Bücher über Max Lingner gemacht, lieber Christian. Nämlich eins im Jahre 2012 nach einer Konferenz mit der Akademie der Künste über die Pariser Wochenzeitung Monde, wo der Max Lingner der quasi Chefgestalter war, und dann das eben hochgehaltene Buch über die DDR-Zeit. Und in der Tat ist diese Phase von 1929 bis 1949, in der Max Lingner in Paris war, beziehungsweise dann durch die Kriegszeit und Internierung und seine Resistance-Mitarbeit dann von Paris weg war, also in Südfrankreich war, dann aber mit einer der ersten, der wieder nach Paris zurückkam und wieder seine alte Stelle an der Humanité als Gestalter einnahm. Diese Zeit ist noch relativ wenig erforscht. Und wir haben also vor, nachdem wir hier schon zwei Bücher vorgelegt haben, ein weiteres drittes zu machen, das ist wahrscheinlich kaum zu lesen. Ich weiß, das ist unsere Gliederung des Buches, an dem wir gerade arbeiten. Und meine herzlichen Genesungsgrüße gehen also an Angelika Weißbach, mit der ich zusammen das herausgebe, in dem Fall unser Kooperationspartner, das Saint-Germain-Block in Berlin, dieses deutsch-französische Zentrum an der Humboldt-Universität. Und deutsche und französische Autoren beschäftigen sich zu verschiedenen Themen. Sie sehen es hier oder ich kann es Ihnen vortragen oder Sie erahnen es oder fragen es anschließend nach. Wir haben viel zu sehen, also insofern ist das bloß ein Einstieg. Wir werden also am dritten Buch arbeiten. Wir arbeiten am dritten Buch und mein Beitrag ist da hinten der von der Mitherausgeberin zu Recht an den letzten Platz gesetzte Beitrag über das Pavillon, über den Pavillon de la Paix auf der Weltausstellung. Insofern ist das kein aus aktuellen Gründen gewähltes Thema, aber natürlich durchaus in diesem Kontext auch zu betrachtendes Thema. Bereits in dem vorhergehenden Band hatte mich, das können Sie übrigens beide Bände hier auch erwerben oder mal nachschlagen, immer auch interessiert, wie der Max Lingner in den öffentlichen Raum hineingearbeitet hat, welche großartigen Gestaltungen er nicht nur in die Zeitung, sondern auch bei den Pressefesten der Humanité, das ging sogar bis dann in die DDR-Zeit, der 1. Mai 1950 ist sozusagen eins der wichtigsten Werke in der DDR, noch lange vor dem fertiggestellten Wandbild am heutigen Bundesministerium der Finanzen, sondern die Gestaltung der 1. Mai-Feier auf dem Platz vor dem Alten Museum war sozusagen seine Ankunft mit den französischen Erfahrungen in der DDR. Und insofern hat mich besonders interessiert, was es denn da mit diesem Pavillon de la Paix auf sich hatte. Lassen Sie mich zunächst mal anfangen, um zum Thema hinzuführen. Wir alle kennen ja mitunter diese gebaute Konfrontation zwischen dem sowjetischen und dem nazideutschen Pavillon mit seinen wechselseitig auftrumpfenden Architekturen
von Boris Erhofan und von Albert Speer. Und das ist weithin eigentlich die zentrale Wahrnehmung der Topographie dieser Weltausstellung. Dabei wird aber zumeist übersehen, dass das Raumprogramm der Ausstellung, des Ausstellungsgeländes eine bedeutungsvolle Längsachse hatte. Dem alles überragenden Eiffelturm stand nämlich auf dem erhobenen Plateau der Place du Trocadero, der Pavillon de la Paix, mit dem weithin sichtbaren Turm gegenüber. Und bereits vor Antritt der Volksfrontregierung unter Leon Blum 1936 war im Generalplan von 1933 ein Tag und Nacht sichtbares Signal auf der Place du Trocadero gefordert worden, das den Haupteingang des Ausstellungsgeländes markieren sollte. Das ist also diese Säule und der darum befindliche Pavillon. Lange Zeit wurde es überhaupt nur als Monument de la Paix konzipiert und angekündigt. Und die Tatsache, dass da auch ein Pavillon war, war als eine Entscheidung, die relativ spät kam. Das werde ich alles genauestens darstellen. Erst mit dem Abriss des Palais du Trocadero, dem Vorgängerbau, und dem Bau des dann tiefer gelegenen Palais des Chaillots ab 1935 wurde ja dieses Signal überhaupt erst in der Achse zum Eiffelturm sichtbar. In der Zeit der Regierung von Léon Blum, man möge sich die Daten merken, vom 4. Juli 1936 bis 29. Juli 1937, also ein reichliches Jahr, mutierte dieses Signal, das schon früher gefordert war, auf Anregung der internationalen Friedensbewegung, dem Rassemblement Universel pour la Paix, RÜP, zum Monument de la Paix und die dann zunächst konzipierte Ehrenhalle zum größeren Pavillon de la Paix, dessen Ausgestaltung ebenfalls dieser RÜP übertragen wurde, also der Weltfriedensbewegung. Und im Folgenden möchte ich genau diese Planungs- und Baugeschichte des Pavillons erläutern und das Bildprogramm der Innendekoration rekonstruieren, zu der auch ein Wandbild von Max Lingner gehört. Das ist es nämlich. Aber welchen Stellenwert es darin hat und wie dieses Gesamtprogramm da überhaupt aufzufallen soll, jetzt im Folgenden dargestellt werden. Zunächst mal zu den topografischen Situationen der Weltausstellungen. In Paris hatte ja 1937 bereits die sechste Weltausstellung stattgefunden. Und wenn man jetzt noch die Kolonialausstellung von 1931 und die Ausstellung von der dekorativen Künste 1925 dazu nimmt, war es gewissermaßen schon die achte Ausstellung dieser Dimension. Das heißt, man hatte da also großartige Erfahrungen. Und mit den Gärten der Champs-Élysées und dem Champ-de-Mars verfügte Paris über bestens geeignete Areale für temporäre Ausstellungen. Und bemerkenswert, seit 1878 hinterließen die Ausstellungen auch dauerhaft prominente Gebäude. Also hier die erste Ausstellung 1855 in den Gärten der Champs-Élysées mit diesem Industriepalast, der natürlich nur temporär war. Sie sehen ihn da quer, kann hier auch zeigen, hier quer eingeordnet, wo dann später das große und das kleine Palais stehen. Und das war also eine temporäre Gestaltung. Wir haben dann die Gestaltung von 1867, wo so etwa sich vorstellen können, wie dieses Marsfeld ohne Eiffelturm bespielt wurde, mit temporären Ausstellungshallen und Attraktionen aller Art, hier als Luftaufnahme. Am Ende die nochmal wiederkehrende École Militaire auf der gegenüberliegenden Seite quasi als Abschluss dieser Achse. Und 1878 haben wir eine ähnliche Situation, hier wieder das Ausstellungsfeld. Und hier kommt dann dieses Palais du Trocadero dazu, also ein entsetzlich eklektizistischer Bau, der auch den oberhalb gelegenen runden Platz von dieser großartigen Achse eigentlich abtrennt, aber natürlich diesen Col de Chaillot, also diesen Hügel von Chaillot, hier räumlich fasst und mit zum Ausstellungsgelände dazu nimmt. 1889, dann zur 100-Jahr-Feier der Eiffelturm, durch den man dann hindurch eben auf dieses Monster hier guckt, also diesen Palais du Trocadero. Und schließlich dann sieht das dann in einer anderen Aussicht so da, also quasi wie so eine große öffnende, rahmende Haltung. Und schließlich im Jahre 1900 dann als dauerhafte Hinterlassenschaft das große Grand und Petit Palais hier auf der Seite der Champs-Élysées.
Das waren sozusagen die Vorgängersituationen, in denen Weltausstellung in Paris stattgefunden hat. Und insbesondere diese Konstellation zwischen Palais du Trocadéro und Eiffelturm erlangte stadtbildprägende Bedeutung. Ganz in der Tradition dieser vorangegangenen Ausstellung wurde dann auch zunächst 1937 geplant. Zitat: Im April 1933 legten Charles Letroze und Jacques Guibert, die leitenden Architekten der Ausstellung, den vorläufigen Masterplan vor. Die Veranstaltung sollte hauptsächlich auf der Achse, das ist normal das Palais, auf der Achse Trocadéro und Champ de Mars einerseits und an den Ufern der Seine andererseits stattfinden, wobei sich der Eingang auf der Place du Trocadéro befinden sollte. Also das war die erste Planung von 1933. Das kennen wir jetzt schon, diese große Situation. Hier haben wir auch schon die Ausbuchtung hin zum Grand und Petit Palais. Und dann gab es eine starke Einbeziehung des Uferbereiches. Und das ursprüngliche Ausstellungsgelände wurde dann noch größer, ging auch bis unter den Eiffelturm. Das war also die Planung von 1933. Dieser Masterplan ging noch ganz vom Erhalt des Palais du Trocadéro aus. Und angesichts des großen Bedarfs wurde das Ausstellungsgelände später aber noch erweitert, ohne allerdings diese Dreieckskonstrukt, dieses Achsenkreuz selber in Frage zu stellen. Also Sie sehen hier die Erweiterung bis zur École Militaire, das ist hier, und Sie sehen hier noch einen größeren Appendix und auch die Inseln wurde hier noch voll mit einbezogen und als große Hinterlassenschaft ist natürlich auch das Musée des Arts Modernes hier als Ergebnis mit zu sehen. Und um diesen Bereich kümmern wir uns jetzt aber im Einzelnen. Also das nächste ist vom Palais du Trocadéro zum Palais du Chaillot. Bereits im Sommer 1933 war Kritik am Halt des Palais du Trocadéro aufgekommen und ermutigt durch Bildungsminister Anatole de Moncy vom Parti Républicain Socialiste, der die Planung für nicht ehrgeizig genug hielt und einen Beirat zur Gestaltung der Ausstellung berief, legten Gustave und Auguste Perret, die beiden bekannten Architektenbrüder, einen alternativen Entwurf vor. Die Brüder Perret wollten anstelle des Palais du Trocadéro eine Cité des Musées errichten. Der Entwurf sah eine fußläufige Beziehung vom Place du Trocadéro zu den Gärten des Palais vor und damit eine Blickbeziehung zum Eiffelturm. Der bestehende große Konzertsaal hier, der früher in dem Palais enthalten war, sollte nun unterirdisch angeordnet werden. Offensichtlich war man sich die Abberufung des Ministers, dieses radikalsozialistischen Ministers, im Januar 1934 stoppte jedoch zunächst diese Pläne. Unter den beiden neuen, wiederum vom Parti radikal angeführten Regierungen, die jeweils nur kurz im Amt waren, eines der Schicksale dieser ganzen Planung zur Weltausstellung war, dass da ständig die Regierungen wechselten, hielt man aber an den ursprünglichen Plänen fest. Offensichtlich war man sich des wenig zeitgemäßen Ausdrucks des Palais du Trocadéro bewusst, fand aber nicht die Kraft zu einer neuen Lösung, sondern wollte das eklektizistische Bauwerk hinter einer modernen Fassade verstecken. Am 3. November 1934 lesen wir in der Zeitschrift L'Illustration folgende Erläuterung des Generalplans. Dazu nochmal diese Planung. Zitat: Der Palais Trocadéro nimmt in diesem Plan einen Ehrenplatz ein. Das Palais befehligt die große Achse, die vom Chaillot-Hügel hinunter zum Champ de Mars führt. Es ist wie der Eiffelturm in den Rahmen der Ausstellung eingebettet und es ist das unvermeidliche Hauptmotiv der Komposition. Es stammt aus dem Jahre 1878 und das ist deutlich zu sehen. Einen Moment lang hatte man daran gedacht, es abzureißen. Deswegen dieser Vorschlag von dem Perret. Der Abriss wurde aufgrund der knappen Zeit, der begrenzten Mittel und vermeintlich auch wegen der Schwierigkeit, die beiden dort untergebrachten Museen, das Museum für vergleichende Bildhauerei und das für Ethnographie, zu verlagern, als unmöglich erachtet. Daher wurde die bescheidenere und provisorische Entscheidung getroffen, das Gebäude zu verkleiden. Leichte Strukturen verdecken die veralteten Fassaden und verschaffen der etwas beengten Ausstellung zusätzliche Fläche. Die Museen bleiben an ihrem Platz.
Der große Saal, der für Kongresse, Tagungen und Galas genutzt werden soll, wird sowohl in Bezug auf die Innenräume als auch auf die Belüftung, die Akustik vollständig umgebaut. In der Mitte, die Place du Trocadéro, von der mehrere Avenuen abzweigen, wird ein vertikales Signal, das Tag und Nacht sichtbar ist, als Zielpunkt für diese Avenuen dienen und den Ehreneingang bezeichnen. Auf der Gartenseite werden die Springbrunnen, deren Stil nicht zum Stil von 1937 passt, abgedeckt. Das war also die Kompromissplanung von November 1934, weil der Mut zur großen Lösung fehlte. Im September 1934, also noch vor dieser Veröffentlichung, hatten Jacques Callu und Robert Mallet Stevens, ein sehr moderner Architekt, diesen Vorschlag unterbreitet für ein Museum der Republik, Musée de la République, der zu dieser Zeit zwar noch abgelehnt worden war, aber wichtige Elemente der späteren Lösung enthielt, nämlich diesen Konzertsaal zu vertiefen, hier eine fußläufige Beziehung herzustellen und damit das abgehangene Gebiet von der Place du Trocadéro zugänglich zu machen. Dennoch wurden im Oktober 1934 gerade noch jene Wettbewerber ausgelobt, die den Erhalt und die Verhüllung, die Camouflage des Palais du Trocadéro, der Gärten und Brunnen vorsahen, die innere Reorganisation der Gebäude anstrebten, sowie die Gestaltung eines Lichtsignals auf der Place du Trocadéro in Auftrag geben. Mit ihrem Camouflage-Projekt gewannen Jacques Callu, Louis-Hippolyte Boileau, Léon Azéman und die Brüder Martel im Dezember 1934. Sie erhielten daraufhin den Auftrag zur Umgestaltung des Palais du Trocadéro, das also da verborgen werden sollte. Und Jacques Callu wurde im Januar 1935 zum Chefarchitekten des ganzen Projekts ernannt. Die Anleihen beim amerikanischen Hochhausbau, speziell beim Rockefeller Center, sind natürlich nicht zu übersehen. Und man muss sich tatsächlich vorstellen, dass da also noch die beiden Türme von dem Palais dahinter waren und so weiter. Es gab einen riesigen Aufschrei in der Öffentlichkeit, der dann endlich der Regierung die Möglichkeit gab, sich vom alten Projekt abzuwenden. Ich zitiere es mal kurz. Es gab also einen Brief, dem namhafte Intellektuelle unterschrieben haben. Das ist die bewundernswerte Ketzerei, die man plant. Während der Ausstellung von 1937 soll dieses Ausstellungsgebäude, das Trocadéro, getarnt werden, um diesem Bauwerk anschließend seine dauerhafte Hässlichkeit zurückzugeben. Die Kosten für eine solche Fälschung 20 bis 30 Millionen. Also mit diesem imposanten Aufschrei fand dann endlich die Regierung unter Premierminister Pierre-Étienne Flandin, der war von 8. November 1934 bis 1. Juni im Amt, endlich den Abschied vom alten Palais einzuleiten. Und nun wurde also ein Projekt gefordert, das dadurch gekennzeichnet werden sollte, dass dieser zentrale Teil abgerissen werden sollte, einschließlich der Türme, dass man den Platz da oben öffnet, dass man eine große Terrasse runter zur Seine schafft und dass man einen monumentalen Eingang für die Ausstellung von 1937 ausformen sollte. Unter den Terrassen sollte dann hier ein neuer Saal geschaffen werden, der für 4000 Personen geeignet war. Und die Umgestaltung der Flügel des alten Trocadéro Palais sollten die Museen weiterarbeiten lassen. Und als Zielstellung wurde also, wir sind jetzt Ende Februar 1935 ausgegeben, mit Blick auf die Stadtlandschaft würde diese große Komposition den Hügel von Chaillot mit einem neuen Palais krönen, das, wenn auch nicht in seinen offensichtlichen modernen Details, so doch in seiner Gesamtheit durch die Ruhe und Einfachheit seiner Linien an die großen Kompositionen erinnern, die im 18. Jahrhundert, besonders in Versailles und dem Place de la Concorde, ausgeführt wurden. Der neue Palais Chaillot sollte sich in seiner herrlichen Lage von diesen edlen Beispielen inspirieren lassen. Das war also die Zielstellung von 1935. Nun hat sich wiederum erheblicher Protest gebildet, weil nun ausgerechnet die Leute, die dieses Camouflage-Projekt gemacht haben, mit der Ausführung dieses neuen, nach neuen Leitlinien beauftragten Wettbewerbes beauftragt wurden. Also die Richtlinie änderte sich, die hatten aber schon gewonnen. Der Wettbewerb wurde quasi unter der Hand einfach umgearbeitet und es gab also einen Riesenaufschrei, der ebenfalls
in dem Fall jetzt keine Verfolgung hatte, aber doch zumindest die Leute desavouierte. Wahrscheinlich kannten sie auch nicht diesen Entwurf, wo der Kalü auch schon beteiligt war. Und schließlich gab es dann also diese Lösung, dass man also oben das alte Palais abgerissen hat in der Mitte, dass die Flügel aufgestockt und erweitert wurden und dass diese repräsentative, ja, neoklassische, nassklassizistische Gestaltung gefunden wurde, die wir alle kennen. Und während nun andere Architekten das geforderte Signal, um das es uns ja in Zukunft jetzt weiterhin gehen soll, mit der Gestaltung des Palais immer verbunden hatten und dadurch in diesen Streit, wie denn nun mit dem Palais du Trocadéro umzugehen ist, hineingerieten, waren zwei Architekten, die mal zusammen auftraten, nämlich Albert Laprade und Léon Bazin, mit ihrem Signal, die das unabhängig betrachteten, davon auf einmal ganz vorne dran und wurden dann mit der Realisierung beauftragt. Also nun kommen wir zum Übergang vom Grand Signal, vom großen Zeichen zum Monument und dann schließlich zum Pavillon. Dieses ausgewählte Architektenpaar, Laprade-Bazin, die hatten zunächst sehr verschiedene Entwürfe unterbreitet. Sicher auch eine Reaktion auf die Unsicherheit der wechselnden Auftraggeber. Ein Entwurf zeigte zum Beispiel nicht dieser, ein Halbrund der Place du Trocadéro, nur die Flaggen der an der Weltausstellung teilnehmenden Länder in der Mitte, ein erhöhter Mast mit der französischen Trikolore, also wie ein Schiff. Ein anderer Entwurf zeigte eine schlanke und sehr hohe, sich verjüngende Säule mit einem Schiffsmodell auf der Spitze und die Trikolore als eine sich um die Säule windende Girlande, die auf der Mastspitze des allegorischen Bootes frei im Wind flatterte. Also die waren auch zu allem fähig. Es ist erstaunlich, welche gestalterische Vielfalt die da angeboten haben, diese beiden. Und schließlich finden wir also diese Gestaltung, nachdem offenbar der Abriss beschlossen war und der Neuaufbau beschieden war, war also der erste diskutierte Vorschlag, hier so einen großen Turm hinzustellen, einen hohen Campanile auf quadratischem Grundriss über dem neuen Palais de Chaillot, offenbar auch eine Reminiszenz an eine der beiden Türme. Dieser Turm wäre offensichtlich auch begehbar, also bei hier oben sieht man noch ein paar Figuren drauf. Dieser Turm wäre offensichtlich mit einer Aussichtsplattform ausgestattet, hätte einen phänomenalen Überblick über das Ausstellungsgelände vis-à-vis des Eiffelturms geboten. Interessanterweise enthält diese Skizze bereits hier die damals nur geplante, das damals nur geplante Reiterstandbild für Marschall Ferdinand Foch, also dem Marschall Foch, das vor der Weltausstellung 1937 für den französischen Oberkommandierenden der Alliierten der Westfront im Ersten Weltkrieg geplant und aber erst 1938, also nach der Weltausstellung, gestalterisch entschieden wurde und wegen des dann bald eintretenden Zweiten Weltkrieges erst 1951 realisiert wurde. Also die haben sozusagen schon mal ein Reiterstandbild da reingezeichnet als Architekten. Die konnten eigentlich alles. Es war ganz erstaunlich, wie flexibel da gerade diese beiden da gewesen sind. Und schließlich finden wir aber dann doch recht bald einen Entwurf von diesen Laprade-Bazin, der eine runde und ebenfalls sehr hohe Säule zeigt, die auf einer dreistufigen quadratischen Basis steht, hier unten. Hier ist dann schon das Palais Chaillot und von einer allegorischen Skulptur gekrönt wird. Was das genau ist, weiß man nicht, aber es könnte schon in Richtung Frieden, Ausgleich gehen. Im Nachlass von Laprade in der Cité de l'Architecture befinden sich zwei weitere Entwürfe, die jeweils mit einem Eingangsstempel vom Februar 1937, wir sind also schon dicht dran, eigentlich an den Baubeginn datiert sind. Und es sind nunmehr zwei Friedenstempel. Das sind nur so Handyfotos, deswegen taugen die nicht viel. Aber man sieht hier sozusagen ein flaches Gebäude, wieder mit einer allegorischen Figur. Hier steht Pax drauf und hier drunter steht dann drauf Friede dem Menschen guten Willens, also nach Lukas 2,14. Und hier gibt es quasi wie so ein Tempel in Form, wie so ein Vesta-Tempel, so eine Rundsäule mit einer bewachsenen Säule.
Wir gucken zunächst mal nur auf das, auf den Block, also quasi eine Ehrenhalle. Diese neue Funktionsbestimmung als Monument de la Paix ging offensichtlich auf eine Initiative französischer Intellektueller zurück, die sich am 14. November an den sozialistischen Premierminister Léon Blum gewandt haben. Zitat: Sehr geehrter Herr Präsident, wir sind sehr glücklich zu erfahren, dass Sie das Projekt zur Errichtung eines Pavillon de la Paix zur Ausstellung von 1937, das Ihnen unlängst von unserem Freund Jean Calu, der Chefarchitekt von dem Palais, übermittelt wurde, sehr positiv aufgenommen haben. Diese Initiative entspricht nicht nur dem ausdrücklichen Wunsch aller Mitglieder der französischen pazifistischen Assoziation, sondern auch aller Delegierten der beim Internationalen Kongress von Brüssel repräsentierten 40 Nationen. Das Projekt hat so viel Interesse geweckt, dass man ihm einen würdigen Platz zuweisen sollte, und kein anderer scheint geeigneter als der Place du Trocadéro, der direkt im Ausstellungsgelände selbst liegt und dessen Gestaltung noch in Arbeit ist. Dieses symbolische Monument wurde auf der höchsten Stelle des Chaillot-Hügels errichtet, das Seinetal und die ganze Ausstellung dominieren. Letztere stünde dann unter dem Zeichen des Friedens, und Frankreich würde noch einmal mehr der Welt in augenscheinlicher Weise seine pazifistischen Wünsche ausdrücken. Das geplante Monument sollte aus einem hohen Pylon oder mit einem allen Nationalfahnen geschmückten Signal und einer symbolischen Friedensfigur bestehen. Im Innern soll es einen zentralen Raum geben, der der Verherrlichung unseres konstruktiven Friedenswillen geweiht ist, umgeben von kleineren Räumen, in denen auf möglichst eindrucksvolle Weise alle menschlichen Aktivitäten, Kunst, Literatur und so weiter, die dem Frieden dienen, dargestellt werden. Wir vertrauen darauf, Herr Präsident, durch Ihre Unterstützung, die Zustimmung zu diesem Projekt durch die Hauptverwaltung, das war das Generalkommissariat der Ausstellung, zu gewinnen und die Konstruktion, also den Bau des Pavillons, auf dem von uns vorgeschlagenen Platz veranlassen zu können. Hochachtungsvoll und so weiter, respektvolle Ergebenheit. Also es gab wieder eine Initiative von außen, und Léon Blum nimmt das auf. Und wenn man jetzt die Pavillonentwürfe, die ich Ihnen schon gezeigt habe, dagegen hält, sind das genau diese Funktionsbestimmungen, die in diesem Brief vorgeschlagen werden. Man kann also davon ausgehen, dass sie bereits, die sich schon gezeigten, vor allem auch die davor, dieses hier, sozusagen schon beim Besuch von Calu, diesem Chefarchitekten, aber das ist von Laprade, dem Premierminister vorgestellt werden. Diese Abkehr vom Denkmal für Marechal Foch und die Aufstellung der Friedenssäule und des Friedenspavillons müssen auch als friedenspolitisches Zeichen des sozialistischen Ministerpräsidenten Léon Blum gedeutet werden. Er erkannte wohl, dass die geplante Aufstellung von zwei französischen Marschällen aus dem Ersten Weltkrieg, nämlich von Foch und Joffe, dem einen auf der Place du Trocadéro, beziehungsweise geografisch genau gegenüber vor der Militärakademie am Champ de Mars der Weltausstellung, eine allzu starke militärhistorische Rahmung gegeben hätte. Nach der Ablösung der Volksfrontregierung wurde genau dieser Plan realisiert. Noch 1939 wurde die Statue für Joffe, also vor der Militärakademie, errichtet, und für Foch, wie bereits erwähnt, erst aufgrund des Zweiten Weltkrieges erst 1951 auf der Place du Trocadéro aufgestellt wurde. Die erste Darstellung, die jetzt unserem Pavillon langsam etwas näher kommt, ist nun diese. Die hohe Säule wäre ebenfalls begehbar gewesen, da sind also auch Menschen drauf. Und wie ein französischer Autor, der sich vor allem mit der Säule und dem Zeichen beschäftigt hat, stammte die Anregung, den Pavillon als kreisförmige Halle anzulegen, vom Chefarchitekten der Weltausstellung Jacques Gräber. Im Nachlass von Laprade finden sich auch Projektbeschreibungen, die dann erklären, was es nun mit diesem halbrunden Gebäude auf sich hat. Und so heißt es da etwa: Um die Säule herum befindet sich ein Gebäude mit sehr einfachen Linien, ein wahres Heiligtum des Friedens. Hier werden die Schrecken des Krieges, die Bemühungen aller Friedensgesellschaften auf der ganzen Welt und die Seligpreisung für zukünftige Generationen, die endgültig im Zeichen des Friedens leben, dargestellt. Das war also sozusagen die Widmung von Seiten der Initiatoren. Und für diesen Dreischritt einer sozusagen kuratierten Ausstellung gibt es auch einen ersten Grundriss der Architekten.
Danach wäre man also hier am rechten Kopfbau eingetreten in das halbkreisförmige Gebäude und wäre dann mit den Schrecken des Krieges, konfrontiert gewesen, wäre einige Stufen nach unten gegangen und hätte unter einem Podium, also einer Traverse, wo die Zuschauer sitzen, hätte eine Galerie betrachtet. Und in der Galerie wären die Kräfte für den Frieden und gegen den Krieg dargestellt worden. Und im großen Saal hätten Kongresse und Filmvorführungen stattfinden können. Und der Ausgangspunkt wäre dann sozusagen die Welt des Friedens gewesen. Das Gebäude wäre, das habe ich erklärt, im Mittelteil etwas höher und so weiter. Schließlich einigte man sich aber in der Besprechung am 8. März 1937, die Eröffnung war im Juli 1937, also März 1938 einigte man sich auf eine vereinfachte Endfassung, die dann auch gebaut wurde, ohne Konferenz- und Kinosaal, und die Planfassung datiert auf 5. April 1937. Die Bauarbeiten begannen am 11. April 1937. Die mit Olivenzweigen geschmückte Säule wurde auf eine Höhe von 50 Metern gekürzt, und so wurde dann schließlich auch die symbolische Figur, fand dann schließlich die endgültige Form eines Sterns. Hier also die Zeichnung aus dem Bauaktenarchiv, leider ein bisschen schwer auflösbar, aber es ist eigentlich eine ganz gute Darstellung, man sieht, wie man bei der Publikation irgendwie einfärbt. Hier also die Säule mit dem Stern da oben und dann das schon gezeigte halbrunde Gebäude hier noch mit Bäumen in der Mitte bestanden und im Halbrund dann diese Säulenhalle, diese Baumreihe und dahinter die Fahnen der teilnehmenden Ausstellung. In den Akten tritt nunmehr die RÜB, also diese Vereinigung der Universellen Vereinigung der Friedensbewegung, als internationales Organisationskomitee für den Pavillon auf zunächst, und später ist dann vom Pavillon der RÜB die Rede. Also unter der Regentschaft von Leon Blum wird völlig klar, erstens kriegt es diese Funktionsbestimmung und dann wird die Friedensbewegung gewissermaßen selber das Subjekt der Gestaltung. Während der französische Staat offenbar die Baukosten und einen Teil der Innenausstattung, die sieben demnächst jetzt zu beschreibenden Bilddarstellung finanziert hat, übernahm die RÜB den Rest der Kosten für die Ausstellungsgestaltung. Das ist also der realisierte Bau mit dem Haupteingang hier und dem vom Architekten so vorgesehenen Ausstellungsrundgang. Wir sehen die Säule, wir haben hier noch einen Hof, den wir auch mal besprechen müssen, und wir haben hier die Fahnen um den Pavillon. Aus Archivdokumenten anhand des von der RÜB herausgegebenen Fallblatts sowie von Fotografien lässt sich nun ein Ausstellungsrundgang durch die fünf Säle rekonstruieren, die die eigentliche Frage beantwortet, in welchem Kontext stand denn der Lingner da eigentlich. Interessanterweise weichen die internen Konzeptpapiere sowie der gedruckte Ausstellungsführer, den ich Ihnen gleich zeige, auf der einen Seite und die Fotodokumente auf der anderen Seite einen entscheidenden Punkt ab. Gucken wir uns erstmal jetzt hier an. Das ist das Fallblatt, das die Weltfriedensbewegung also in 8 Sprachen herausgegeben hat. Der wurde jedem Besucher an die Hand gegeben. Also hier so der Länge nach gefaltet und dann nochmal 4-mal, also ein relativ großes Ding. Und das gibt es auch in Paris und in Amsterdam zu sehen. Und hier ist der Ausstellungsrundgang konzipiert. Und Sie sehen hier, dass die Ausstellungsmacher eigentlich, wie man in der Ausstellung es auch gerne hätte, von links nach rechts gehen. Also wir haben sozusagen von links den Eingang. Hier ist der Krieg, dann sind die Schrecken des Krieges. Hier die Kräfte für den Frieden. Dann gibt es hier eine Ausstellung über die Völkerbund und dann hier eine Ausstellung über die RÜB selber, also über die Weltfriedensbewegung. Das wird hier im Einzelnen auch näher ausgeführt. Also diese eigentümliche Unterscheidung zwischen dem, was gebaut wurde und was die Ausstellungsmacher vorhatten,
wird uns noch beschäftigen. Also folgen wir aber zunächst mal dem intendierten Ausstellungskonzept. Die Ausstellung sollte also in drei Teile gegliedert werden: die Verwüstung des Krieges, Zahlen und Kriegsbilder seit dem 15. Jahrhundert. Zweitens Bestrebungen der Menschheit für die Rettung des Friedens, die Tätigkeit der internationalen Organisation und das Werk des Völkerbundes. Und drittens die Weltfriedensbewegung. Kommen wir also in den Saal 1, hier von links, real aber von rechts konzipiert. Das ist der Saal 1. Die Eingangshalle war in einem hell-dunkel Kontrast gehalten. Die dunkle rechte Seite zeigte die Verwüstung des Krieges. Zitat in so einem Konzeptpapier: Es ist dunkel und die Atmosphäre des Todes scheint nahe. Die linke, hellere Seite zeigte dagegen, Zitat, die Größe, zu der der Mensch fähig ist, wenn er in Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann, wenn er seine Talente nicht der Zerstörung, sondern der konstruktiven Tätigkeit zuwendet. In der Mitte, so als Supraporte hier, die versammelte Menschheit mit der Aufforderung, zwischen Krieg und Frieden zu wählen. Leider ist es mir nicht möglich, die Gestalter am Einzelnen nachzuweisen. Wer das gemacht hat, das ist in vielerlei Hinsicht noch ein Forschungsdesiderat. Es gibt auch dazu nichts, was ich gefunden habe. Dieses Wählet lässt eher darauf hinauslaufen, dass es vielleicht belgisch oder holländische Künstler waren. Jedenfalls war das auch eine international zusammengesetzte Künstlerschaft. So ist also bereits am Eingang diese Aufforderung, zwischen Krieg und Frieden zu wählen, so eine dreiteilige rhetorische Struktur der Ausstellung markiert. Man würde jetzt mit Dante sagen, also Inferno, Purgatorio und Paradiso. Von dieser Eingangshalle existiert eben auch dieses Foto. Der nächste Schritt dann war, wenn man hier durch diese Eingangssituation, Sie sehen hier Menschen an einer Wand stehen, das Foto ist vom Kontrast her nicht gut, kommt man dann also auf diese Wand direkt zu. Da stellt sich also eine Art historischer Bilderbogen dar, in dem der Weg, der die Entwicklung der Kriegsführung seit dem 15. Jahrhundert illustriert, einem entgegen. Vermutlich ist auch diese Illustration gemeint, wenn wir in so einer Beschreibung lesen, eine einzigartige Sammlung von Waffen und Uniformen zeigt 150 verschiedene Soldatentypen vom Ende des Mittelalters bis zur heutigen Zeit. Und die zentralen Botschaften, immer Zitat, erstens, die Zahl der Kriegsjahre in jedem Jahrhundert ist nach dem 15. Jahrhundert zurückgegangen, hat aber in unserem Jahrhundert wieder zugenommen. Zweitens, der Kriegsschauplatz hat sich immer weiter ausgedehnt, bis er heute die ganze Welt umfasst. Und drittens, die Zerstörungskraft der Kriegsmaschinerie hat sich ständig weiterentwickelt. In einem besonderen Exponat, man geht dann also in den nächsten Raum, den längeren hinein, wird auf den Ersten Weltkrieg Bezug genommen. Zitat, hier zeigt eine große Uhr die Menschenleben und die wirtschaftlichen, sozialen Werte, die während des Ersten Weltkrieges jede Minute zerstört wurden. Statistiken verglichen die Entwicklung der Personalstärken und der Bewaffnung der Landstreitkräfte zwischen 1913 und 1937. Am Ende des Saals, als dem aktuellen Höhepunkt des Infernos, dann eine skulpturale Fotomontage zur Bilanz nach einem Jahr Franco-Putsch am 18. Juli 1936. In dem nach der Ausstellungseröffnung herausgegebenen Album Le Pavillon de la Paix lesen wir über diese riesige Fotomontage. Zitat, sie zeigt das spanische Land, die Arbeiter, Bauern und Künstler in schöpferischer Lebensfreude und daneben das gleiche zerstörte und verwüstete Land, die tote oder verwundete Zivilbevölkerung. Gegenüber dieser Fotomontage erhebt sich eine Säule, die mit den Köpfen von Kindern bedeckt ist, die bei einem Bombenangriff auf eine Schule in Madrid getötet oder verstümmelt wurden. Ist das nicht die schrecklichste aller Anklagen gegen diejenigen, die für diesen Krieg verantwortlich sind, die in dieses wunderbare Land einmarschiert sind und es zerstört haben? Muss nicht alles getan werden, um die Invasion eines großen Landes zu stoppen, um zu verhindern, dass andere Völker ein ähnliches Schicksal erleiden? Zitat Ende. Na, wenn das nicht aktuell ist, dann bezieht es sich immer hier also auf die Spanische Republik und den Franco-Putsch. Im Rundschreiben dieser RÜB lesen wir, das ist eine englische Sprache, Fassung in Amsterdam nachzulesen, lesen wir zu diesem Raum: In diesem Abschnitt wird ein einziger Satz auftauchen, der in den letzten Monaten von allen mit solcher Eindringlichkeit geäußert worden ist: Der Völkerbund muss handeln. Zitat Ende. Den vorliegenden Dokumenten ist leider nicht zu entnehmen, ob der Satz lediglich als implizite Botschaft gemeint war oder tatsächlich selbst in der Ausstellung
zu lesen war. Jetzt betreten wir also den Raum mit den großen Friedenskräften. Das ist sozusagen das große Halbrund im nördlichen Teil, der diesen Bogen darstellt. Die durch Dachfenster natürlich beleuchtete zentrale Halle war den Kräften des Friedens gewidmet. Die Deckenbalken trugen dort die Aufschrift »Die Friedenskräfte handeln«. An der nördlichen Innenwand befanden sich 7 große Gemälde, die den, wie es hieß, grundsätzlichen Tätigkeitsbereichen der Menschen, den Abteilungen der Menschheit im Friedenskampf gewidmet waren, den Bauern, Arbeitern, Intellektuellen, den ehemaligen Soldaten, den religiösen Kräften, den Frauen und der Jugend. Das hier sind leider nur 5 zu sehen, es kommt also noch 6 und 7 dazu. Unter den Bildern, so entnehmen wir diesem Rundschreiben, befanden sich die Ziele und Losungen der einzelnen Abteilungen. Also das ist leider nicht zu lesen, auch bei allem guten Willen hier, und Auflösung und so. Also da muss es jeweils zugeordnet irgendwie deklaratorische Dinge der verschiedenen Abteilungen der Friedensbewegung gegeben haben. Und an den gegenüberliegenden, also der Innenwand, sozusagen der südlichen Innenwand, die ja schmaler ist, weil es nach außen breiter ist, befanden sich, Zitat, an der gegenüberliegenden Wand sind auf riesigen Fahnen die Aktivitäten der großen internationalen Organisationen, die die internationale Friedensbewegung unterstützen, dargestellt. Ein Projektionsapparat, Musik und kurze in verschiedenen Sprachen gesprochene Slogans verstärken die Wirkung dieser Halle. Also man muss sich das nicht nur bildlich, sondern auch akustisch vorstellen, da war auf damalige Weise irgendwie was los. So, oder? Interessant ist nun, dass die 7 Gemälde von je 4 mal 4,5 Meter Größe von 5 Künstlern der Künstlergruppe La Muralle und 2 weiteren Künstlern geschaffen wurden. Und den Akten im französischen Nationalarchiv in Paris ist zu entnehmen, dass die RÜB seit März 1937 in dem Abstimmungsprozess, der seit März 1937 dauerte, mit dem Direktor der künstlerischen Arbeiten auf der Pariser Ausstellung, Louis Hautecoeur, die vom Staat finanzierten Künstler benannte. Und diesen Briefwechsel ist auch zu entnehmen, weil in allen Broschüren zur Weltausstellung, auch zum Pavillon, ist das natürlich nicht zugeordnet, lässt sich auch entnehmen, welche Künstler jetzt welche Arbeiten gestaltet haben. Also da sind solche Leute wie Sam Saint-Maur, Marcel Stutzmann, Christian Bouget, Edouard Pignon, Marc Saint-Saëns, Sylvain, das ist ein Junger, der muss einen Vornamen hatte, und Jacques Lardin. Leider geben die Fotos keinen guten Eindruck vom Themenbild religiöse Kräfte, während das Bild von Lardin auf der Abbildung von Lingner gleich noch zu sehen ist. Interessant ist nun diese Künstlervereinigung La Muralle, die 1935 gegründet wurde. Und das Ziel verfolgte, die Kunst zu demokratisieren, nicht nur in Museen und in Privatsammlungen zu konzentrieren, sondern sie als soziale Aufgabe begriffen und sie als Kunst im öffentlichen Raum allen Bürgern zugänglich machen wollte und so zugleich den vielen arbeitslosen Künstlern und Handwerkern Aufträge geben wollten. Bereits früh verlangte Saint-Maur die 1%-Regelung, die wir auch in Deutschland kennen, wonach bei öffentlichen Bauten ein fixer Teil für die bildende Kunst aufzuwenden sei. Und diese Künstlergruppe war auch bekannt dafür, dass sie eine kollektive Ästhetik und eine Malerei der großen Flächen vertrat. Zitat eines französischen Kunstwissenschaftlers, eines der ersten Ziele der Amoral ist es, Künstler zusammenzubringen, die für die Frage der Wandmalerei empfänglich sind, um langfristig Teams zu wecken, die in der Lage sind, auf Aufträge für monumentale Werke zu reagieren. Um diese Aufträge zu fördern, muss man über das Gemeinschaftswerk die Preisvorstellung abschaffen, die mit dem traditionellen Status des Künstlers und dem Prestige der Unterschrift verbunden sind. Diese La Muralle haben 3 Salons veranstaltet, die also unheimlich Ermutigung gegeben haben und den Staat schließlich veranlassen, dieses 1%-Gesetz zu veranlassen und damit auch der monumentalen Kunst auf der Welt auch schon 1937 einen bedeutsamen Platz einzuräumen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, nun jetzt über die Kunst und die verschiedenen Pavillons zu sprechen. Wir kommen auf 2 Beispiele zu sprechen, aber der Anteil der bildenden Kunst auf der Weltausstellung war immens
Und auch viele dieser Künstler haben auch an anderer Stelle bei anderen Pavillons, vor allem bei den Themenpavillons, mitgearbeitet. Interessant ist vielleicht nochmal für die Ästhetikfreunde nur ein Zitat hier von in dem Katalog zum ersten Salon 1935 war etwa von Amadé Azenfant zu lesen, dass er forderte, dass eben oder deklarierte, dass die Wandmalerei eine weniger egoistische Kunst sei. Wandmalerei erfordere nämlich, Zitat, eine soziale Weise des Denkens und Fühlens und sei das genaue Gegenteil des partikularistischen, individualistischen Geistes kleiner Gruppen, wie wertvoll sie auch sein mögen. Heute riefen geradezu die Wände nach den Künstlern. Noch ein Zitat, gegenwärtig stehen viele Architekten, und zwar die Besten, dem Maler und dem Bildhauer noch feindlich gegenüber. Sie halten sich damit für Avantgarde. Sie befinden sich noch im Jahre 1920 in der Stunde des notwendigen Großreinemachens. Die Reinigung durch Leere ist aber vollzogen. Reinheit ist keine Kunst. Jetzt rufen die Wände nach den Künstlern und die Architekten, die ihren Ruf nicht gehört haben, sind selber schuld. Das heißt deutlich gesagt, dass wir genug von stummen Mauern haben. Also mit diesem Gestus haben sie auch ihren Anteil an der Gestaltung eingefordert. Und diese sieben Bilder in dieser zentralen Halle demonstrieren nun exakt das Ideal der Gruppe La Morale, gemeinsame künstlerische Ausdrucksmittel anzuwenden. Keines der Bilder zeigen irgendeinen individuellen Personalstil. Auch sind sie, soweit erkennbar, nicht signiert, mit Ausnahme des hinzugebetenen Jacques Lardin, den wir bei dem Max Lingner gleich nochmal sehen. Sie stellten sich demonstrativ nicht als Tafelbilder dar, sondern als Panneau. Das heißt, als die Umgrenzung des Bildes sind durch die Figuration gegeben. Wenn Sie es richtig sehen, sind es keine ins Größe in die Größe keine vergrößerten sozusagen Staffeleibilder auf Rahmen, sondern die Figurationen ergeben sich aus den Figurationen der dargestellten Personen. Es sind also sozusagen ausgeschnittene Tafeln. Sie haben auch eine ganz flache Gegenständlichkeit, obwohl sie eine unheimliche Präsenz im Raum beanspruchen. Also es ist für meine Gruppe ästhetisch relativ interessant, dass hier keine illusionistische Malerei verbunden wird. Auch die Künstler selber, die alle mehr oder weniger links natürlich orientiert waren, größtenteils auch in der Assoziation der revolutionären Künstler und Schriftsteller verankert waren, haben wir hier keine sozusagen realistische Abbildästhetik verfolgt. Gut, das könnte man jetzt weiter ausführen, wer schon was, wo und wie gemacht hat. Interessant ist nun diese Siebenteilung. Das ist hier vielleicht nochmal das Interessanteste, weil wir hier mal eine Farbvorstellung kriegen. Also Pignon hat das Bild gemalt. Der war sozusagen vom Stil her, für meine Begriffe, der am ehesten hier vergleichbare, die ehemaligen Kämpfer. Also Bild 4. Wir sind also hier 1, 2, 3, 4. Dieses Bild hier ist von Pignon. Und um eine farbliche Vorstellung zu kriegen, könnte man dieses ein Jahr zuvor gemalte Bild, der tote Arbeiter, was im Centre Pompidou zu sehen ist, dazu nehmen. So sah das etwa aus. Und die anderen haben dem stilistisch zumindest auch sehr stark nachgeeifert. Nun ist interessant, warum kommen die da auf diese sieben? Und diese Konstruktion mit den sieben Abteilungen der Friedenskräfte und der schöpferischen Kräfte der Menschheit kann man ja sehen, wie man will. Ich versuche jetzt mal einen Bezug zu Dante herzustellen. Also es gibt hier dieses Bild von Domenico de Michelino in Santa Maria del Fiore in Florenz von 1465, wo also das Purgatorio, also der Läuterungsberg dargestellt wird, der sieben Abteilungen hat. Es sind also hier die sieben Todsünden, die auf bestimmte Art und Weise bearbeitet werden, und oben ist dann das irdische Paradies, das man erreichen könnte. Also auch hier ist diese eschatologische, biblische Vorstellung natürlich dargestellt, die zumindest einen Anhaltspunkt gibt, wie dieser Friedenstempel, dieses Heiligtum konzipiert war. Das Purgatorio, der Läuterungsberg, ist bei Dante als hinter einem Tor beginnender Rundweg angelegt, der sich allmählich dem Licht in die Höhe entgegenschraubt. Der Pavillon von La Prat und Bazerne bleibt erdenerdig. Die transzendentale Erhöhung übernahm die Säule mit dem nachts erleuchteten Stern. Vielleicht mag der hier hergestellte Bezug zu Dante allzu weit hergeholt erscheinen, aber vielleicht
liefert er doch die Erklärung für die innere Gliederung der großen Halle zwischen dem Inferno, dem Schrecken des Krieges und dem Paradies, dem Werk der Friedenskräfte. Im Mittelteil des halbrunden Pavillons gibt es zwar keine sieben Terrassen wie bei Dante, aber sieben Gemälde, die die Abteilung der Menschheit symbolisieren und, so war nachzulesen, eine Mystik stiften, die einzige, die auf Vernunft beruht, die Mystik des Friedens, die Mystik der Gerechtigkeit. Zitat Ende. Und wie bei Dante gibt es zwei weitere Elemente, die zwischen dem Inferno und dem Paradiso vermitteln. Im Halbrund des Pavillon de la Paix steht am Übergang aus dem Inferno zum einen das Gemälde, hier ist nochmal eine Darstellung dieses Läuterungsberges. Es gibt zum einen eben als Vermittlung zwischen dem Inferno und dem Läuterungsberg dieses Gemälde von Franz Masereel, das wir hier auch schon in dem großen Bild ganz am Ende sahen, hier. Und gegenüber auf der anderen Seite ist eben der Lingner zu sehen. Und wir haben also diese sieben Abteilungen, wie man mal nur auf die sieben kommt und ob das mit Dante da zurecht so gesehen ist, gibt es also hier dieses beeindruckende große, ja, noch viel größer als dieses Werk von Franz Masereel und dass hier sozusagen Übergang von der Zeit des Schreckens in diese Läuterung, in diese Umwandlung, in diese Metamorphose begleitete. Seinem Auftrag der Rüb geschafftes Werk beschrieb Franz Masereel später so: Dafür hatte ich eine riesige Wand von 7 Meter Breite bei 4 oder 5 Meter Höhe gemalt, die eine Gruppe von Persönlichkeiten darstellt, unter denen man die Gestalten von Aragon, Leon Joho, das ist ein Gewerkschafter, Maurice Torres und anderen erkannte, die eine Art von riesigen, den Krieg symbolisierenden Sarg bewegten, also sozusagen den Krieg zu Grabe trugen. Es war eine große auf Leinwand ausgeführte Schwarz-Weiß-Zeichnung, die hier und da einige Farbtupfen aufwies. Im Ganzen ergab sich trotzdem der Eindruck eines Volks- und Freudenfestes, denn ich hatte die Komposition durch farbige Ballons, die eine gewisse Fröhlichkeit hineinbrachten, in der Wirkung gehoben. Und darunter befanden sich dann in der großen Halle die Aufzählung der 40 internationalen Organisationen, die in dieser Weltfriedensbewegung zusammengebracht waren. Also hier nochmal eine Skizze, die sozusagen die Farbigkeit andeuten, die man in Schwarz-Weiß nicht sehen kann. Also es ist nochmal was anderes. Die nun von Max Lingner auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Gestaltung stand unter der Losung Jugend der Welt vereinigt euch, um den Frieden zu verteidigen. Und aus einem durch Fotos bestimmten Hintergrund, links ein Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges mit diesen charakteristischen Panzern, rechts ein armes Wohnviertel, kinderreiche Familie mit kriegsverstümmeltem Vater, schritt eine gemalte 14-köpfige Gruppe junger berufstätiger Menschen auf den Betrachter zu, Arbeiter, Intellektuelle, Bauern, also das vereinte werktätige Volk, die Volksfront gewissermaßen. Die bekannten Charaktere Lingners in einer locker aufgereihten Menschengruppe zwischen Tanz und Marsch, nach der Arbeit und auf dem Weg zum Fest, wie bei ihm häufig vorkommt. Die Fröhlichkeit mag nicht zu den weiteren auf dem Bild angebrachten Losungen passen, nämlich weder töten noch getötet werden, in Frieden und Sicherheit leben. Über Eck, hier ist das Bild von dem Lardin, das auch hier signiert ist. Das ist also die Jugend, die über Eck zwischen den Arbeiten der beiden, also die Installation, die Bewegung des Weltkongresses der Jugend. Also es ist wohl nicht zu übersehen, dass die Arbeit von Max Lingner der künstlerischen Qualität der Arbeit von Franz Masereel nicht so ganz standhält. Beide Künstler, beides Zeichner und Grafiker, standen natürlich von dem Problem der großen Fläche. Aber insbesondere die für Max Lingner ungewöhnliche Kombination von Foto und seiner Malerei ist doch ganz ungewöhnlich. Also er hat immer eigentlich sehr, ob in den Zeitungen oder eben auf seinen großen Flächen, seine Motive selbst entwickelt. Sie zu konfrontieren mit dem Krieg ist doch etwas sehr Fremdartiges. Als ob er seine Figuren in einem nicht von ihm bestimmten und kontrollierten Kontext entliehen hätte. Und insofern stütze ich da etwas und führe es auch auf diesen eigentümlichen Widerspruch zwischen gebauten und intendierten Ausstellungsraum
zurück. Masaryk bleibt irgendwie bei seinen Möglichkeiten, bei seinen Mitteln und nutzt die auch. Und diese Beerdigung des Kriegsgottes wird eine der Gesamtinszenierung gemäße mythologische Ebene gehoben. Und dem würdevollen Abschied vom Krieg als der Geißel der Menschheit steht dann eigentlich seine positive Utopie gegenüber, die Masaryk im belgischen Pavillon zeigt. Nämlich die Lektüre, die lesende Familie. Man hat fast den Eindruck, als wenn das Gegenbild zu der Beerdigung des Krieges sein könnte und dass es womöglicherweise mit diesem immanenten Widerspruch zwischen Ausstellungs- und Raumkonzeption zu tun hatte, dass der Lingner kurzfristig dazu kam. Leider ist es so, dass Max Lingner darüber selbst nichts geschrieben hat und wir auch keine, da er auch vom Staat nicht beauftragt war, sozusagen keine Akten dazu finden. Der nächste Raum ist dann ein Raum, der sich rein ausstellungsdesignmäßig als eine Infografik-Ausstellung darstellt, wo die Kunst jetzt keine Rolle spielt, aber die Art des Designs natürlich hochinteressant ist. Leider ist nicht ganz klar, woher und wie. Dieser Saal war dem Völkerbund, also SDN, der Gesellschaft der Vereinten, der Völker, also dem Völkerbund gewidmet. Sachliche Informationsgrafiken und Ausstellungsobjekte informierten über die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges 1919 im Rahmen der Versailler Vertragsverhandlungen geschaffenen und 1920 erstmals zusammengetretenen internationalen Organisationen des Völkerbundes, die dem Gedanken des Völkerrechts und der Schaffung eines Systems der kollektiven Sicherheit verpflichtet waren. Konnten auch einige internationale Konflikte im Rahmen des Völkerbundes reguliert und eine gewisse multilaterale Zusammenarbeit auf einigen Fachgebieten, Gesundheit, Bildung und so entwickelt werden, blieben aber die großen politischen Krisen, der Ruhrkonflikt, der spanische Bürgerkrieg, der Überfall Italiens auf Äthiopien, also der Abyssinienkrieg oder auch die Invasion Japans in China, konnten nicht reguliert werden. Außerdem war Deutschland Mitglied erst seit 1926, 1933 selbst ausgetreten und die Sowjetunion Mitglied seit 1934 erst, also dann 37 Jahre, wurde 1939 wegen Angriffs auf Finnland ausgeschlossen. Also die ganze Problematik des Völkerbundes als Faktor der Friedensbewegung ist hier aufgerufen. Sie ist immanenter Bestandteil der Konzeption, aber natürlich durch die außenpolitischen Rahmenbedingungen schon stark in Angriff genommen. Der letzte Saal ist dann, wir haben es gleich geschafft, ist dann also diese Ausgangshalle, die Zusammenfassung der Friedenskräfte in dieser Friedensbewegung signalisierte. Und die Aktivitäten der Friedensbewegung seit ihrer Gründung in Brüssel 1936 dokumentierte. Der Präsident des Völkerbundes war von 1923 bis 1945 der konservative britische Politiker Lord Robert Cecil. Er gründete gemeinsam mit dem französischen sozialistischen Politiker Pierre Cot unter Léon Blum Luftfahrtminister am 6. September 1936 in Brüssel dieses Rassemblement Universel pour la Paix, die internationale Friedensbewegung. Und 1937 hat der Präsident des Völkerbundes auch den Friedensnobelpreis erhalten. Und man muss wissen, dass die RUP unter Lord Cecil und Pierre Cot Partei für die Spanische Republik nahm, sich gegen den japanischen Überfall auf China wandte und gegen die Abtretung des Sudetenlandes an Nazi-Deutschland 1938. Also dieses Problem, dass die Spitze des Völkerbundes gleichzeitig die Friedensbewegung präsidierte und gleichzeitig eine andere Politik machte, als die im Völkerbund dominant war, ist ja eine interessante Konstellation, die man heute nicht so kennt. Die Vielzahl der Verzahnungen der verschiedenen Organisationen, die in diesem Pavillon zum Ausdruck kommen, ist nicht ganz uninteressant. Wir kommen noch mal kurz auf den Innenhof zurück. Da ist also noch mal SDN, also der Völkerbund, weltweite Weltkarte. Und da gibt es also dann auch eine besondere Würdigung von Aristide Briand, dem französischen Außenminister von 1925 bis 1929, der zusammen mit Stresemann wegen der Locarno-Verträge
1926 den Friedensnobelpreis bekam, aber 1932, wir sind jetzt 37, bereits gestorben war. Interessanterweise ist 1937 auch von einem polnischstämmigen französischen Künstler am Quai d'Orsay, also am Außenministerium, diese Plakette für Aristide Briand angebracht worden. Also die staatliche Unterstützung unter der Volksfrontregierung war nicht nur bezogen auf dieses Trocadero und die Weltausstellung, sondern auch auf die eigene Traditionsbildung hin zu dem immer linker werdenden Aristide Briand. Nochmal zur künstlerischen Gestaltung dieses Pavillons. Da gab es also eine internationale Künstlerkommission, zu der auch der Lingner genannt wurde. Aber es wird auch genannt und an herausragender Stelle Jean Calu, den wir schon als Chefarchitekten von diesem Pavillon kennenlernten. Der hat übrigens auch dieses Pavillon, dieses Plakat zur Weltausstellung, was Sie vielleicht kennen, gestaltet. Er hatte auch den Kontakt zu Léon Blum vermittelt und war sicherlich einer der wichtigsten, der auch auf die grafische Gesamtgestaltung der Ausstellung maßgeblich mitgewirkt hat. Es ist nun, was die Auswahl der Künstler angeht, ein Zeugnis von Franz Masereel übermittelt. Er erinnert sich zwar nicht mehr genau, wem die Organisation dieses Friedenspavillons anvertraut war, der Friedensbewegung, aber er sagt, ich war jedenfalls mehr oder weniger damit beauftragt worden, die Ausschmückung dieses Pavillons zu gewährleisten. Und so hatte ich verschiedene Künstler aufgefordert, unter ihnen Edouard Pignon, den hatten wir schon gehört, und diesen Marc Saint-Saëns, große Kompositionen dafür auszuführen. Und also der muss sozusagen maßgeblich, von Lingner ist da keine Rede. Und nun ist interessant, dass in den Akten des französischen Nationalarchivs man sich 1937die Verträge schloss mit diesen Künstlern und 1939 bei der Liquidation der Weltausstellung erkundigt man sich dann, was denn mit den vom Staat finanzierten Arbeiten passiert ist. Und man möge doch entweder eine Zerstörungsbescheinigung liefern oder die Werke abliefern, also ins Depot geben sozusagen, was dem französischen Staat gehört. Leider ist mir noch nicht gelungen herauszufinden, was damit passiert ist. Ich nehme an, dass sie zerstört wurden. Die Veranstalter, also die RUP, die war sehr daran interessiert, den Bau und die Gestaltung des Pavillons dafür Künstler von internationalem Rang zu gewinnen und zugleich dem normalen Besucher, alles Zitate, der Ausstellung die allgemeinen Probleme des Friedens und des Krieges und die Möglichkeiten ihrer Lösung vor Augen zu führen. Sie waren von der Modernität ihrer Gestaltung überzeugt. Zitat, die angewandten Methoden sind im Wesentlichen modern und darauf ausgerichtet, einen Eindruck von den wichtigsten Fakten zu vermitteln, ohne das Bild durch zu viele Details zu verdecken. Nun ist es wirklich schwer, von heutzutage die damalige Rezeption zu rekonstruieren, wie wohl dieser Pavillon wahrgenommen. Man müsste kunsthistorisch untersuchen, wie das Zusammenwirken von Ausstellungsgestaltung und bildender Kunst an anderer Stelle auf der Weltausstellung selber bei anderen Ausstellungen politisch intendierter Art stattgefunden hat, wie diese wahrgenommen wurden. Wenn wir natürlich einen Vergleich ziehen wollen, dann fällt uns natürlich sofort der spanische Pavillon auf oder ein und dieser von Luis Lacasa und Josep Louis Sert errichtete Pavillon wirft natürlich auch die Frage nach dem Zusammenwirken von Architektur, Kunst und Grafikdesign auf. Auch dort wurden mit grafischen Mitteln politische Zusammenhänge hergestellt, wurden die Pläne der Spanischen Republik erläutert, spielten Kunstwerke eine zentrale Rolle. Denken wir nur an den Quecksilberbrunnen von Alexander Korolda, der die zu erschließenden Ressourcen des Landes thematisierte. Und natürlich allein das Bild von Pablo Picasso Guernica vermochte es, sich aus dem Illustrativen zu lösen und einen künstlerischen Gegenpol zu bilden. Nach meiner Auffassung konnten im spanischen Pavillon auf einer höheren, reflexiven Ebene Kunst, Politik und Architektur zusammenfinden. Die Medien waren offenbar weniger einer Gesamterzählung untergeordnet, sondern wirkten autonomer. Und schließlich, Zitat jetzt, entscheidend für die architektonische Qualität des spanischen Pavillons war die Inszenierung der Wegführung, der Belichtung, der Raumbildung, die den Architekten beim Entwurf sorgfältig
auf das Ausstellungskonzept abstimmten. Schon die schräg angedeutete Treppe, Sie sehen es rechts vor dem Gebäude, lud mit dem begleitenden Skulpturenbesuch in den Pavillon ein. Picassos Guernica fiel dem Entgegentretenden sofort ins Auge. Corallas Quecksilberbrunnen faszinierte und leitete in den Hintergrund zum Literaturstand und hinaus in den Patio. Unter dem Velum, also der Oberbedachung, erwies sich für den Besucher die seitlich ansteigende Rampe als der einzige Weg, der ihn in die Obergeschosse weiterführte. Die Architekten La Casa und Zert hatten einen Ausstellungsbau geplant, der den Besuchern über eine räumlich überraschungsreich inszenierte Wegführung die Werke spanischer Künstler und die Pläne republikanischer Politiker während der ersten Phase des Bürgerkriegs nahebrachten. Dieser ganz der republikanischen Idee verpflichteten Rauminszenierung, ein bescheidener Bau, den die engagierten Architekten in kurzer Zeit entworfen und dem Kampf für die Modernisierung und Demokratisierung des Landes gewidmet hatten, machte den künstlerischen Rang des spanischen Pavillons von 1937 aus. Die doch sehr neoklassizistische Architektursprache von Bazin La Prade, die moderne Typografie und das ebenso moderne Ausstellungsdesign sowie die für sich interessanten Bilder der Gruppe von La Morale und die Arbeiten von Masereel und Lingner kamen im Pavillon de la Paix dagegen nicht so recht zusammen. Die neoklassizistische Architektur und die politische Gesamterzählung christlich-hegelianisch-marxistischer Prägung bändigten möglicherweise zu sehr die Tendenzen, die in den Widersprüchen der Zeit ästhetisch und politisch angelegt waren. Wir erinnern uns an die ganz markante spanische Inszenierung, die natürlich mit den ansonsten sehr gerahmten Darstellungen im Widerspruch war. Während sich uns natürlich der Vergleich mit dem spanischen Pavillon aufdrängte, führte die Kunsthistorikerin und spätere Resistanzkämpferin Agnes Humbert in der kommunistischen Zeitung La Vie Ouvrière den interessanten Vergleich mit dem nazideutschen Pavillon. Also wir versuchen da eine Übersetzung von dem Text auch in das Buch zu bringen. Sie empfand die Zurückhaltung bei der Selbstdarstellung des NS-Regimes als gewollte Stille bedrückend. Der deutsche Pavillon präsentierte sich als riesige Halle, die wir sehen hier in der Mitte, also eine, vielleicht erstmal zu den Abbildungen hier, Lingner, naja, irgendwie dabei, die Säule, hier die Ausstellungsobjekte aus der Völkerliga, Völkerbund-Ausstellung und dann die Gegenüberstellung von Nazi- und Sowjetfahne und hier nochmal dem da oben zugehören. Und hier gibt es also einen Glasbläser, der sozusagen das deutsche Handwerk im deutschen Pavillon präsentiert. Und wenn Sie sich mal kurz vergewissern wollen, wie der ausgesehen hat, dann, also ich habe jetzt keinen Vergleich mit dem sowjetischen Pavillon, wäre ein extra Thema natürlich, aber da es nun diesen schönen Aufsatz von der Agnes Humbert, die zwischen dem Pavillon de la Paix und dem deutschen Pavillon führt, ist das schon recht interessant. Ich zitiere nochmal hier aus diesem Beitrag. Der deutsche Pavillon präsentiere sich als riesige Halle, die wie ein Bahnhof oder auch wie eine Kathedrale wirkt. Sofort fällt die Perfektion der Technik und der verwendeten Materialien auf. Es scheint nicht, dass es hier um einen temporären Bau handelt. So sorgfältig, reich und gut verarbeitet ist alles. Handwerk und Technik in Schaukästen, wie gut gepflegte Möbel. Also sie hat sich vor allem auch an diesen Vitrinen hier empört. Aber ihr bereits veraltetes Aussehen beunruhigt uns. Im Friedenspavillon dagegen sah sie eine klar vorgetragene Botschaft, besonders die Fotoinstallation zum spanischen Bürgerkrieg hinterließ bei ihr großen Eindruck. Gesamturteil von, also in der kommunistischen Presse natürlich, es ist ein schönes, der Friedenspavillon, ein schönes Werk, das hier vom Rassemblement Universel de la Paix vollbracht wurde. Humberts Hinweis auf den kostenlosen Eintritt im Pavillon de la Paix sollte die Leserinnen und Leser vielleicht auch noch zusätzlich zum Besuch animieren. Also erstmal natürlich diese Riesenhalle, das ist ja auch ein Problem des sowjetischen Pavillons gewesen. Das wollen wir jetzt nicht vergleichen, wäre ein extra Thema. Und sie hat sich auch hier sehr über diesen Rennwagen von Mercedes-Benz in dem Artikel da ausgelassen. Also eine ganz interessante Gegenüberstellung, die auch nochmal diese Konfrontation NS und Sowjetunion beiseite lässt. Ein Problem des Pavillon de la Paix war, dass, obwohl sich Léon Blum, als er noch im Amt war, an die Ausstellungsleitung wandte,
die Eingangstore eben nicht um den Pavillon herum gestaltet waren, sondern dass die sozusagen, dass der Pavillon de la Paix von den Ausstellungsmachern der Weltausstellung, anders als es ursprünglich mit dem Grand Signal, Sie haben die Pläne gesehen, ausgegrenzt wurde. Also die Leute hatten sozusagen natürlich das Interesse, die Attraktivitäten und die Lustbarkeiten der Weltausstellung zu sehen und hatten auf diese Art und Weise den Friedenspavillon im Rücken. Sie mussten an den Kassenhäuschen vorbei und auf diese Art und Weise war also der Friedenspavillon nicht Teil des Ausstellungsgeländes. Und das war auch mit Sorge beobachtet worden. Leon Blum konnte aber nichts mehr ausüben zum Zeitpunkt der Eröffnung, war ja nicht mehr im Amte. Hier die Eröffnung, warum sie so verrutscht ist, liegt an dem unterschiedlichen Format. Wir haben also hier ein Bild von der Eröffnung am 9. Juli 1937. Die Ambivalenz des Friedenspavillons als Teil und Gegenstück der Weltausstellung zeigte sich auch bei der Eröffnung des Pavillons am Nachmittag des 9. Juli 1937. Die Eröffnungsreden wurden vom Generalkommissar der Weltausstellung, Edmond Labbé, dem erst kürzlich abgelösten sozialistischen Ministerpräsidenten Léon Blum, dem Vertreter der radikalen Partei, Edouard Herriot, dem Präsidenten des Völkerbundes und Co-Vorsitzenden der RÜB, Lord Cecil, dem Gewerkschafter und Mitbegründer der Internationalen Arbeitsorganisation, einer Spezialorganisation des Völkerbundes, Léon Jouhau, den der Mazarel da auch porträtiert hatte, dem kommunistischen Senator und Politbüromitglied und Herausgeber und Direktor der Humanité, Marcel Cachin, und anderen ausländischen Persönlichkeiten gehalten. Und dann lesen wir noch in der Zeitung Figaro, der bürgerlichen Zeitung, folgenden Satz, Zitat, vor der Ankunft der offiziellen Persönlichkeiten kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Die Arbeiter dieses Pavillons, über dem die Flaggen der 42 Nationen, die 1937 an der Veranstaltung teilnahmen, angebracht waren, holten die deutsche Fahne unter dem Vorwand ein, dass die Reichsregierung nicht mehr Mitglied des Völkerbundes sei. Durch das Eingreifen verschiedener Persönlichkeiten wurde das Hakenkreuz wieder herausgegeben. Die Arbeiter, die im Palais du Trocadero arbeiteten, stimmten mit erhobenen Fäusten die Internationale an, die ohne Echo blieb. Der beachtliche Ordnungsdienst musste nicht eingreifen, da die Auflösung der Gruppierung friedlich verlaufen war. Also selbst in der Eröffnung war sozusagen dieser Widerspruch noch zu sehen, der dem Projekt auch durch die veränderten politischen Bedingungen in Frankreich und international zu Schulden waren. Sie sehen hier natürlich auch bei der Eröffnung, insofern muss man dieses Foto unbedingt noch besorgen und offizialisieren, dass hier die Pioniere da waren und die Kommunistische Partei, die Gewerkschaften, die Friedensorganisationen haben es also vermocht, während der Laufzeit dieses Pavillons da ständig Programm zu machen. Also es gab da viele Manifestationen von diesen 7 Abteilungen der Friedenskräfte. Aber man muss davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute, die daran teilgenommen haben, sich den Eintrittspreis für die Weltausstellung gar nicht haben leisten können. Also es war sozusagen schon eine Gegenwelt, die da stattfand. Ich will nur kurz noch einen Abschluss in die Gegenwart führen, die leider eben auch auf die Zeit 1940 zu sprechen gekommen ist. Der Pavillon wurde abgerissen. Man kann davon ausgehen, dass seiner städtebaulichen Funktion nach und seinem Friedensstatement der sozialistischen Volksfrontregierung er natürlich auf Dauer gestellt war. So wie er gestaltet war, wie dieses Signal dort gestaltet war, hätte es möglicherweise bei veränderten politischen Bedingungen auch ein dauerhaftes Resultat der Weltausstellung sein können. Und so wie ein kleines und großes Pavillon da Palais zu den bleibenden Resultaten der Weltausstellung zählen können. Es gibt dieses schreckliche Foto, wo diese drei Herren also nach der Okkupation in Siegerpose genau diesen Platz für sich einnehmen. Schwer war mir immer klar, aber dass da auch Breker mit war, hatte ich vergessen oder ist interessant hier anzumerken. Wir machen es wieder weg. Nach der Befreiung wurde natürlich dann, wir alle kennen diese Situation, also die ist natürlich zu dem weiterhin wichtigsten Ort. Und wir haben also dann 1951 aufgestellt, diesen Foch.
Und glücklicherweise ist die Geschichte nicht zu Ende, denn derzeit wird diskutiert unter der sozialistischen Bürgermeisterin von Anne Hidalgo in Paris, ob man nicht eine große Grünzone zwischen der Militärakademie, dem Place Joffe und dem Place du Trocadéro hier oben macht. Und das ist eine schlechte Auflösung, das ist etwas besser. Also die Gestaltung geht weiter. Und es wäre natürlich nur interessant zu erfahren, ob den Franzosen, ob bei den Gestaltungen auch diese unterschiedlichen Schichten von Geschichte, die ich Ihnen hier versucht habe darzustellen, in irgendeiner Art und Weise, ohne dass man die jetzt selbst zum Museum macht, aber doch, dass man Anhaltspunkte gibt, was da alles schon an Geschichte stattgefunden hat. Für mich war das jedenfalls außerordentlich spannend, in den Kontext dieses Max-Lingner-Gemäldes oder dieser Arbeit von Max Lingner im Rahmen dieser Gesamtgestaltung vorzustellen. Und ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre ausdauernde Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Thomas. Wir machen einen kurzen Umbau. Weltausstellung mit Kunst, mit viel Kunst, wie du auch erwähnt hast, erlaubt natürlich oder regt an, in alle in ganz verschiedene Richtungen zu fragen. Ich möchte zunächst mal aus Interesse an der Forschung irgendwie dich fragen, wie ist das? Also eine internationale Großveranstaltung jetzt seit über 100 Jahren, 150 Jahren, die Weltausstellung. Da denkt man an die Olympiade, auch so ein internationales Großereignis, was seit 1900 oder 1898 stattfindet. Und da gibt es das Internationale Olympische Komitee. Gibt es auch ein Organisationskomitee, irgendeine Gesellschaft der Weltausstellung und gibt es ein Archiv der Weltausstellung? Also wenn man jetzt zum Beispiel so 1937 doch nochmal mehr erfahren möchte, als immer das sowjetische und das deutsche Pavillon gegenüberstanden, kann man da irgendwo konzentriert Material finden? Also soweit ich weiß und für meine Forschung entdeckt habe, gibt es nur die nationalen Archive dazu, die Ausrichter. Die haben sozusagen die Konzeption, die haben die Auftraggeberschaft. Und da gibt es natürlich einen umfangreichen Bestand am französischen Nationalarchiv, auch zu den einzelnen Pavillons. Leider gar nicht so viel über den deutschen mehr als über den sowjetischen. Und man kann relativ wenig daraus herausziehen. Aber es gibt natürlich Veröffentlichungen zu den Weltausstellungen, auch zu verschiedenen Themen. Es gab, eine Anwesende hat schon nachgefragt, also es gibt eine Standardarbeit, die mit Jean-Louis Cohen und anderen, also sich um die Weltausstellung 1937 bemüht haben. Das ist schon einige Jahre her. Und da werden alle Pavillons vorgestellt und ähnliches. Aber es gibt kaum eine vertiefende Forschung. Also irgendwann spielte ja mal in der Berichterstattung über den nazideutschen Pavillon irgendwie eine Rolle, wie weit das verifiziert werden kann, sei dahingestellt, dass Speer irgendwann gesehen hat, wie hoch der sowjetische werden soll. Und dann hat er seinen Turm entsprechend ausgefahren, um da also die Dominanz zu gewinnen. Das sei dahingestellt. Aber im Grunde ist das natürlich eine sozusagen unabgeschlossene Forschung, weil so ein einzigartiges Kaleidoskop, dass die Nationen, dass die internationalen Organisationen, dass der französische Staat mit Themenpavillons, da gibt es ganz bekannte Pavillons über die Eisenbahn, das Radio und die Elektrizität und ähnliches. Und da sind auch bedeutende Kunstwerke geschaffen worden, die teilweise abgelöst wurden von den Wänden und heute Musée d'Art Moderne auch zu sehen sind und so, diese tolle Gestaltung über den Pavillon der Elektrizität und ähnliches. Also es ist nach wie vor ein unabgeschlossenes kulturhistorisches Kompendium, was man da finden kann. Aber nach meiner Kenntnis gibt es wohl so eine Organisation, ob so wahnsinnig viel Lust auf neue Weltausstellungen auch existieren.
sei dahingestellt. Ob das geeignete Medium ist, weiß ich auch nicht. Das wandert jetzt ja auch eher in die arabische oder asiatische Region und ist wahrscheinlich eher ein Problem, so wie Olympiade und Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaften. Aber als historische Konstellation von 1937 ist es natürlich außerordentlich spannend. Und ich habe wenig gefunden oder so gut wie gar nichts. Es gibt einen sehr informierten Autor, Rivoire, der also über dieses Monument und über die Umgestaltung der Museen ganz gut Bescheid wusste. Aber alles, was ich eben berichtet habe über die Innengestaltung, über die Widersprüche zwischen Intention und Gebauten, das ist sozusagen jetzt auch sozusagen neues Forschungsergebnis. Das gab es bisher gar nicht. Und ich glaube, in unserem Werkverzeichnis ist diese Arbeit auch gar nicht verzeichnet. Also insofern sind das auch alles ansetzende erste Studien. Max Lingner, dessen Atelier wir uns hier befinden, der hatte ja einen bedeutenden Auftritt auf dieser Ausstellung. Ich habe nochmal nachgeschaut. Jede Weltausstellung hat ja ein Thema, steht unter einem Thema. Und diese hier, frei übersetzt, lautet die Künste, also Weltausstellung, die Künste und die Technik im Leben der Moderne oder im modernen Leben. Also da ist vom Titel her schon klar, dass die Künste hier, also dass hier nicht nur um Handel, also um technische, wissenschaftliche Neuigkeiten und Eisenbahn und Handel und Wandel die Ausstellung sein wird, wie im 19. Jahrhundert ja vor allen Dingen irgendwie die Industrien, sondern dass die Künste hier eine bedeutende Rolle spielen. Und ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit den weiteren Weltausstellungen beschäftigt, aber das scheint ja doch die zu sein, auf der die bildenden Künste eine ganz herausragende Rolle haben. Und wenn man diese Überschrift kennt, versteht man auch, warum jetzt zum Beispiel die Vera Muchina so groß dort ist. Also es werden sozusagen in die Monumentalkunst natürlich besonders vorgeführt. Die ist ja auch technisch ganz modern da präsentiert, also mit diesem Gerüst auf dem sowjetischen Pavillon. Dem Deutschen, also oben ist natürlich der Reichsadler drauf, steht Josef Thorak, ich weiß gar nicht, ob das steinerne Figuren waren, also auch monumentale Sachen. So, und dieser Pavillon des Friedens, also da hat man eine ganze Auswahl von Künstlern, viele Namen kennt man kaum mehr, die ich aber so mal kursorisch eigentlich zu dieser großen Gruppe der sozialkritischen linken, figürlichen, modernen Kunst rechnen würde, die in vielen Ländern, Mexiko, USA, Russland auch, in der Zwischenkriegszeit eine besondere Prominenz erlangt hat, eine besondere Stärke erreicht hat. Also hier ergibt sich, dass die Weltausstellung unter diesem Thema stattfand, der Künste auch, und eine besonders starke linke Kunst in dieser Zeit existierte, also mit Meistern wie Picasso, der ja auch, glaube ich, damals schon Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen ist. Und aber in welcher Weise sind diese linken Künstler politisch dort eigentlich präsent gewesen? Es ist ja immer ein kapitalistischer Staat, Frankreich, das ausrichtet. Es gibt sicherlich, weißt du da etwas, ob es Vorgaben gab, politische Propaganda einzuschränken. Wir haben ja gleichzeitig die Sowjetunion, es gibt die Kommentaren, die aktiv wirkt, die auch im Sinne, also auch politisch im Ausland wirkt. Ja. Meines Erachtens war auf dem Masarel-Gemälde unter den Sargträgern auch Bukharin zu sehen, so, also ein führender, also kann man nochmal nachprüfen. Aber das ist ja so eine können wir da nochmal kurz genauer draufschauen, wenn du da was sagen kannst. Also sind linke Künstler sehr stark präsent, gerade in diesem Pavillon. Aber möglicherweise, weil das ja eine staatlich geförderte Ausstellung ist, müssen linke, und das heißt ja in diesem Fall kommunistische Kommentaren, Thematiken beschränkt werden. Ist dir da was aufgefallen? Zunächst mal zum Anteil der Kunst in anderen Weltausstellungen. Wenn der Kunstbegriff jetzt sozusagen im Renaissance-Sinne gemeint ist, ist natürlich das Kunst und Können und die Handwerk und Technik Teil dieser Weltausstellungsidee.
Und natürlich waren dann im engeren Sinne die bildenden Künstler auch bei den früheren Weltausstellungen an exemplarischer Weise beteiligt. Und natürlich wäre es außerordentlich interessant, aber von mir jetzt nicht zu leisten gewesen, sozusagen den Stilwandel und den Anteil der Künstler an den einzelnen Themenpavillons zu sehen. Also selbstverständlich war sozusagen die Allegorie der Maschinenkultur auch dann in den entsprechenden historistischen Gestaltungen sichtbar. Und die Ausgestaltung der früheren Weltausstellung war auch mit einem großen Anteil von bildender und dekorativer Kunst und angewandter Kunst aller möglichen Art verbunden. Für die französische Situation war natürlich maßgeblich, dass man sich in Frankreich immer als eine fortgeschrittene, auch künstlerische Nation verstanden hat und dass der Anteil der Moderne, insbesondere in Auseinandersetzung mit Amerika, aber auch Deutschland in gewisser Weise, eine große Rolle spielte und dass deswegen der Anteil der modernen Gestaltung, der Leistungsfähigkeit des modernen Designs in vielen dieser Gestaltung eine große Rolle spielt, einschließlich bis zur Vorstellung der französischen Territorien, der Provinzen und so weiter. Das ging dann bis ins Genrehafte, aber hatte durchaus in den Themenpavillons natürlich eher den Aspekt der Moderne. Und durch die geschilderte Debatte um den Anteil der Künstlerinnen und Künstler und des Handwerks bei der Formierung der gestalteten Umwelt, also aller Werkbunddebatte in Deutschland, war natürlich völlig klar, in Frankreich müssen die Künstler einen großen Anteil bringen. Und mit dieser 1%-Regelung haben die sozusagen die Künstler auch Anfang, Mitte der 30er Jahre ihr Recht eingefordert. Gleichzeitig gab es natürlich gerade in Paris zu sehen, einerseits natürlich eine moderne, eine reflektierte Moderne, aber es gab natürlich auch so ein bremsendes, sozusagen das Repräsentative, das Monumentale, das Gesamtkunstwerkhafte, was ja auch die Modernen eingefordert haben, aus den Zitaten ging es hervor, spielt eine Rolle. Also man kann auch sagen, dass durchaus eine gewisse Selbstkritik der Moderne an diesen abstrakten Formen mit einem großen Anteil von Sinnlichkeit, von malerischen Elementen, von Universalität, von Lebensprozessen irgendwie eine Rolle spielte und dass vielleicht die Ästhetik eben der mehr linkeren Akteure, sei es der spanischen Pavillons oder eben auch des Friedenspavillons, da ein wenig herausfiel. So, und inwiefern von den sensibleren Leuten der Zeit da auch wahrgenommen wurde und als Propaganda verstanden oder missverstanden wurde oder akzeptiert und gesucht wurde, sei dahingestellt. Das ist wahrscheinlich schwer zu beurteilen. Mich hat bloß eben beeindruckt, dass die Leute eben am Zaun standen und dann zu ganz was anderem natürlich eigentlich wollten. Ich glaube nicht, dass es Verbote gab. Also in dem Moment, wo der Léon Blum diesem Friedenspavillon der Friedensbewegung überlassen hat, die durch den Präsidenten des Völkerbundes quasi legitimiert war, die zwar eine breite Bündnispolitik machen und sicherlich spielte im Hintergrund bei der Finanzierung auch diese und jene Kommentarverbindung eine Rolle. Das kann ich gar nicht nachweisen. Ich kenne bloß die Auftragsverhältnisse des französischen Staates zu den sieben Künstlern und habe also jetzt sozusagen nicht das Kommentarenarchiv durchforschen können, um zu gucken, wie viel sowjetisches Geld jetzt in den Friedenspavillon gegangen ist. Aber Fakt ist, dass natürlich die Differenzierung bald einsetzt. Insofern ist 37 fast schon zu spät. Die Moskauer Prozesse sind schon da und die Künstler wiederum, deswegen fand ich diese La Morale-Gruppe eigentlich sehr interessant. Die waren alle links orientiert, aber die wollten sich nicht zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit entscheiden. Die haben verstanden, dass die Kunst aus diesem immanenten Widerspruch heraus lebt und die wollten das sozusagen in der Schwebe halten. Die haben also sozusagen der Zumutung sozusagen entzogen, auch wenn sie nicht wirklich Abstrakte waren, ungegenständlich natürlich in dem Auswahl, in dem Sinne nicht. Aber man spätere Leute, die haben sich auch dann natürlich nach dem Krieg weitestgehend von der KP dann wieder distanziert, also haben die Nachkriegsentwicklung dann nicht mehr so mitgemacht, aber die haben schon eine gewisse Kraft entwickelt. Und dann waren die teilweise natürlich auch wie als Handwerker angestellt, so ein Teil der Gruppe, die haben dann eben diese Rue Marchand, also der Handelsstraße, da war das dann eine ganz genrehafte Ausgestaltung von Gaststätten und Erlebnisräumen und so damit gewirkt. Da wird nicht viel politischer Hintergrund gewesen sein. Aber der hohe Anteil von Künstlern, die auch an mehreren Orten tätig waren,
war, glaube ich, schon ein Faktor. Natürlich spielten dann Léger und Picasso und so eine besonders prominente Rolle. Die konnte nun die Gruppe da nicht zustande bringen. Aber immerhin diese Gruppe, da war, glaube ich, nicht ganz unbedeutend. Ja. Bevor ich zu der Gruppe vielleicht doch noch mal was frage, erstmal zu dem Max Lingner. Also aus deinen Ausführungen konnte man ja entnehmen, dass die Qualität seines Beitrags in diesem Pavillon nun auf keinen Fall höher einschätzt oder besonders das Werk nicht für besonders gelungen ansahst. Mich hat es ein wenig erinnert an die Dinge, die man aus der Presse, der Münzenberg-Presse beispielsweise, in den späten 20er Jahren hier in Berlin kennt, wo John Hartfield also mit Fotomontagen gearbeitet hat und auch grafische Elemente eigentlich mit reinkommen. Das scheint irgendwie so ein Bezugspunkt für den Lingner gewesen zu sein. Aber vielleicht kannst du mal kurz noch sagen, wie findet dieser deutsche Künstler, also in diesem Kreis der französischen linken Künstler, das ist vielleicht nicht ganz bekannt irgendwie, also der hat ja doch, also es fällt ja doch auf, dass er also als Ausländer dort, also in diesem französischen, ja, französisch-belgischen Projekt mitwirkt. Wie kommt das eigentlich und was gibt es aus dieser Zeit überhaupt von ihm, was weiß man da, was er noch gemacht hat? Er war quasi der Chefgestalter von Mormont, solange es sie gab. Dann ist die ja mit dem Tod des Herausgebers bald eingegangen. Und dann ist er zur kommunistischen Presse, also 1937, hat er für La Vie Ouvrier gearbeitet, später Rundung für l'Humanité. Also er ist dann auch 35 in die FKP eingetreten, oder 34. Und insofern ist er ganz klar dem kommunistischen Sektor zuzuordnen, hat aber immer auch versucht, als Maler Anerkennung zu finden und hat auch mehrfach Ausstellungen gemacht, genau an den Orten, in denen auch diese Debatten stattfinden. War aber, soweit ich das beurteilen kann, nicht jemand, der sozusagen theoretisch reflektierend in die Debatten so eingriff, sondern hat da eben seine, eigentlich immer auf die sozusagen utopische Welt der nicht entfremdeten Gemeinschaft hin gestaltet, immer ein zukunftsgemäß gemalt. Und ich erkenne in dieser Gestaltung eher was sehr Plakatives, was ihm gar nicht entspricht. Also, dass er mit Fotomontagen gearbeitet hat, ist eigentlich recht ungewöhnlich. Also Hartfield und andere, die konnten das natürlich ganz anders. Wie ist das technisch gemacht? Weißt du da was dazu? Ich kenne bloß dieses Bild, keine Ahnung. Also ich vermute fast, dass es eben durch diese Verdrehung der Laufrichtung und der frühen Arbeit von dem Masereel, der da eben aus der sozusagen, eigentlich sollte man ja von links nach rechts, quasi durch Rückblick hat man dann den Krieg zu Grabe getragen, mit der Kraft derjenigen, die da in der großen Halle präsentiert werden. Und dann tritt man ein in die Welt der Friedenskräfte. So, und durch die Drehung musste eine Lösung gefunden werden, wenn man aus der Welt des Schreckens in diese Welt der Friedenskräfte kommt. Und dadurch mussten auf einmal dieses mehr utopische Moment von dem Lingner konfrontiert werden mit der Welt des Schreckens, die sie gerade verlassen haben. Eigentlich hätten sie die Plätze tauschen müssen. Und also ich glaube, dass das ernsthafter Aspekt ist, warum diese Arbeit doch so eigentümlich erscheint und Lingner sie auch nie erwähnt hat und sie auch nicht näher verzeichnet ist. Was natürlich jetzt an seinem Werk keinen Abbruch tut, sondern nur eben relativiert oder in Beziehung setzt, worum es sich da handelt. Lingner hatte, glaube ich, immer versucht, Anschluss zu finden an die französische Debatte und er war also vollständig mit der Sprache dazu fähig und so. Aber ich glaube nicht, dass er so ein theoretisch reflektierender Typ war, sondern einfach grandiose Gestaltung machen konnte, wenn man ihn machen ließ, wie er sollte. Und hier waren eben sehr mehrere Zwangspunkte gesetzt, die sein Talent nicht haben völlig so erscheinen. Auch diese Überklebung mit den ganzen Losungen macht die Sache irgendwie prekär. Also der Masereel kann sich da zu Recht, hat auch das Problem, dass er als Zeichner eigentlich seine große Fläche schwer beherrscht, aber er hat es gemacht und dann ist er eben als Kunstwerk und dann hat es irgendwie so eine mythologische Überhöhung und hat so eine allgemeine, universelle Bedeutung. Und da kommt dann der Lingner mit sein und dann diesen, also es ist so wandzeitungsmäßig. Also ich finde es etwas, und damit dieser prekären Kugel da und der Jugendweltbewegung, also es ist da alles irgendwie,
Also schwierig. Also ich glaube, er ist da unter seinen Möglichkeiten geblieben oder musste da bleiben oder man hat ihn nicht voll zur Wirkung oder zu spät dazugezogen oder er hat es einfach nur dazugegeben und dann wurde es da eingebaut. Aber das Gesamtkonzept der Ausstellung ist natürlich nicht uninteressant mit diesen historischen Bilderbögen, mit den Vergleichen, mit der Rhetorik sozusagen der Friedenspropaganda, worauf das gegründet war, mit dem Anteil der Künste daran. Also da sind schon mehrere Momente, die recht interessant sind und die dann natürlich eher in diese politische Mobilisierung und in die Bildung und in die, jetzt am besten man schreibt sich da gleich ein und so weiter. Also dieser Läuterungsaspekt, der scheint mir doch da intendiert gewesen zu sein und hat natürlich so einen ganz bestimmten Kunstbegriff dahinter. Also da haben sich auch vielleicht Funktionäre was ausgedacht und dann haben die Künstler mitgemacht. Und die Architekten haben der Sache dann noch irgendwie einen Raumgestalt gegeben. Aber so richtig passte das, also der spanische Pavillon ist eben ganz was anderes. So. Und das wäre natürlich auch interessant zu analysieren, warum es nur begrenzt gut war, obwohl die ganze Unternehmung natürlich total interessant ist. Und wenn sie stehen geblieben wäre und man hätte daraus ein Museum des gescheiterten Pazifismus gemacht, wäre das ja auch was. Und für die Situation da jetzt wäre es auch nicht schlecht gewesen, denn dieser Frosch ist da völlig uninteressant. So, also vielleicht für das siegreiche Frankreich, weil es sich selbst befreit hat, war das eine wichtige Geste, dass man da den Oberkommandierenden des Ersten Weltkrieges, der Alliierten, dahinstellt. Aber deswegen wollte ich auch gerne den Ausblick mal zeigen, dass man sich da inzwischen offenbar auch von lösen könnte. Ja, ich sehe schon erste Frage. Ich würde das nicht zu vergessen, nochmal später etwas zum Friedenstempel, zu der Typologiefrage. Ja, ja. Aber bitte erstmal. Ja. Entschuldigung, ja. Aber es geht genau zu dieser Frage der Gestaltung. Eigentlich ist das die gesamte Innenstadt ist eigentlich das Modernste, was es in der damaligen Zeit gab, als ein Mix von Gebrauchsgrafik, bildender Kunst und Präsentation und Darstellung. Daher also auch dieses an der einen Ecke bei Lingner diese zusammenfließen mit Schrift. Also eigentlich für die frühen 30er Jahre ist das Modernste, was es gab. Und es gibt nicht ein einziges wirkliches Exponat in diesem Halbrund. Also, was hätte man auch ausstellen sollen außer einer alten Kanone? Also es ist nur visuelle Präsentation, künstlerische plus gebrauchsgrafische. Toll gemacht, ja. Ich teile übrigens die Kritik an dem Lingner nicht so ganz. Gut, es gibt seit 15 oder fast 20 Jahren John Garfield, er hat ihn halt eben auch mal versucht aufzunehmen. Und wenn du sagst, du weißt nicht, was das Material ist, vielleicht war es ja auch gar nicht Fotomontage, sondern gemalt, dieser Tank links. Das konnte man auf dem Bild nicht so erkennen. Besser wäre sicher nicht gewesen, eine Fotomontage zu machen. Also es ist untypisch für Lingner, richtig, aber es sind die typischen auf uns zulaufenden fröhlichen französischen Frauen. Also es ist Lingner par excellence. Ich fand es gar nicht so schlecht. Da fand ich umgekehrt, aber das ist ein persönlicher Geschmack, den Mazarin einfacher. Zumal das Original war ja deutlich weniger koloriert als in dieser Skizze, die du gezeigt hast. Oder war das ein abfotografiertes? Nee, war die Skizze. Das war eine Skizze. Wir können natürlich jetzt nicht prüfen, weil es nur ein Schwarz-Weiß-Foto war, aber da waren mehr Flächen. Wir haben ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen. Da war irgendwas Koloriertes, wird wohl dabei sein. Entschuldigung, dass ich. Aber das passte genau zu dieser Frage gerade. Ja, ich möchte doch noch mal eine Frage zu dieser architektonischen Figur vorstellen. Auch zu dem Themengebäude, Themenpavillon, wie man das heute bezeichnen würde. Also sowohl der Friedenspavillon wie auch diese Säule mit dem Signal. Regen an, eine ganze Reihe eigentlich von vergleichbaren Bauten, vergleichbaren Monumenten sich auszudenken oder danach zu suchen. Und mir fiel bei diesem Friedenstempel, wie ich den mal nennen möchte, nichts weiter ein. Also ich kenne aus der Parkarchitektur, ja, um 1800, aus Weimar, aus Dessau und so weiter, auch in Potsdam, Denkmäler oder auch Tempel, die der Freundschaft huldigen, also romantisches Thema, die Freundschaft. Ja. Friedenstempel
Friedensdenkmäler kenne ich nicht. Ich muss doch mal nachgucken, wer eigentlich die Göttin des Friedens ist. Und das ist die Irene, und also eine Zeus-Tochter und römisch Pax. Also Pavillon de la Paix ist demzufolge der Pavillon, also der Göttin Pax. Und fällt dir dazu was ein? Also zunächst mal historisch oder überhaupt aus der Zwischenkriegszeit, und dann ist natürlich die anliegende Frage, das bezieht sich ja auf den Ersten Weltkrieg, das ist der historische Hintergrund, den alle Teilnehmer kannten, eine enorme Geste. Und gab es so etwas nach dem Zweiten Weltkrieg? Also da war die erste größere, korrigiere mich bitte, 1958 die Brüsseler Ausstellung. Ist dir was bekannt an Reaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg? Das sind gute weiterführende Fragen, habe ich noch nicht näher untersucht. Ganz offenbar ist ja diese Halbkreisform durch den Platz gebildet und die Öffnung zu der neu zu gewinnenden Terrasse an dem Chaillot-Hügel, und das gleichzeitig mit so einer dreiteiligen Ausstellungsform dazu verbinden, kam dann den Ausstellungsmachern entgegen. Die ursprünglichen Entwürfe waren ja einfach, da nur eine Plattform zu haben, wo die Säule draufsteht und darunter war eine Gruft oder irgendwas. Also das war eine andere Typologie. Dieses rhetorisch da so einen Weg beschreiten und der als Läuterung doch konzipiert war, deswegen diese Dante-Anmutung da, ist mir als Bauform auch nicht bekannt. Aber wir haben ja Architekten unter uns. Ja, ich sag mal was zur Architektur. Also sag mal lauter. Die Architektur deines Pavillons, sag ich mal. Ist nicht mein Pavillon, Herr Kapitän. Ja. Dieses Friedenspavillons ist natürlich vergleichsweise konservativ zu anderen Pavillonen, die da gebaut wurden und die natürlich ein Manifest der Moderne waren und auch ein Ausdruck von Staaten, die sich der Moderne zukehrten. Also nicht nur die Spanier, sondern die Finnen mit Aalto, die Tschechen mit Kreschner und die Norweger und die sehr funktionale, moderne, sparsame Pavillone dahin bauen und quasi ihre neue architektonische oder künstlerische Entwicklung präsentieren. Und ich glaube, das Problem, was wir da haben in diesem Pavillon des Friedens, ist ein Problem, was die DDR 30 Jahre hatte. In dem Moment, wo große Politiker sich irgendein Thema ausdenken und arme Künstler und Architekten diesem Thema gerecht werden sollen und müssen, entsteht häufig ein ziemlicher Blödsinn auch an vielen Stellen oder es entstehen fragwürdige Lösungen. Und das ist einfach, wie einfach dieser spanische Pavillon ist. Da gibt es dieses Bild und der hat es einfach gemacht. Und da war niemand, der gesagt hat, du Picasso, du musst jetzt mal für die Arbeiterklasse, musst du jetzt mal hier ein Kunstwerk schaffen, dass die das Proletariat das auch versteht und dass das ein Bildungsprogramm wird, sondern da hat eine autonome Figur. Und Keuler war immer eine autonome Figur, da haben also mehrere autonome Figuren ihr Werk gemacht und dieses Werk ist in eine architektonische Hülle gestellt worden. Und die Kraft, also schön ist, dass es so eine Organisation gibt, die den Weltfrieden will, unstrittig. Aber die Kraft der Kunst ist natürlich bei Picasso, ich sag mal, 100-mal höher, wie das Zeug, was du da in diesem Pavillon gezeigt hast. Und die Wirkung, die dieses Bild bis heute hat, ist unbestritten. So, und das entsteht nur, wenn es nicht diese ideologische Diktat gibt, sondern wenn die Individualität des Tätigen bewusst genutzt wird. Und das kannst du, wenn du mal die Wandbilder der DDR kritisch anguckst, ja, die da so gemacht sind, dann gibt es etliche, die sind ganz gut. Und die sind dann immer nur gut, wenn die Figur, die das gemacht hat, stark war. Wenn die Figuren Diener des Systems oder der Religion oder wie auch immer, war ja bei der katholischen Kirche oder bei der Kirche auch nicht ganz anders, war, dann wird es immer häufig sehr bieder, fragwürdig, anbiedernd. Also der Revolutionär, der sich da durchsetzt, der muss eine ganz starke Figur sein, um das überhaupt leisten zu können. Also Michelangelo kann das leisten, da in dieser Kapelle neben dem Papstdom, da kann er das leisten. Also der kann die provozieren, der kann es auf den Punkt bringen. Und wenn ihm das aber nicht gelingt,
dann wird so ein bisschen religiöse, ideologische Brühe, die so dahin fließt, die eigentlich keinen erreicht und auch keinen interessiert. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Thema, was man dabei haben muss. Und das andere, was für mich irre ist bei dieser Ausstellung, dass die eigentlich eine Geschichte abbildet, die uns mindestens noch 30 Jahre nach dem Krieg beschäftigt, in all ihren Facetten. Also Aldo beschäftigt uns noch 30 Jahre danach. Der Russentempel mit dem Kämpfer beschäftigt uns noch mindestens bis zur Stalingrad nach und. Also wir haben so ein paar Sachen, die einfach dann eine Moderne ankündigen und gleichzeitig aber auch das andere noch zur Schau stellen. Und wir haben das nach dem Zweiten Weltkrieg dann immer noch, dieses Thema. Und das ist, glaube ich, die erste Ausstellung, die das so in dieser Breite quasi wie visionär, ja, also die machen da so Input, dann kommt der Krieg, dann ist alles zu Ende und danach lebt dieses Ganze wieder auf. Und viele nationale Kulturen beziehen sich dann auch auf das, was da stand. Nicht so bewusst, aber durch ihr praktisches Tun. Und das ist, glaube ich, relativ interessant. Was für mich ein schönes Bild war, was ich nicht kannte, muss ich sagen, ist dieser Rennwagen in dieser klassizistischen Architektur. Ich kenne es nur immer andersrum. Wenn du so die ersten Bauhausfotos siehst, da steht immer so ein olles Auto vor diesem Bauhaus. Und hier ist es quasi um 180 Grad gedreht. Hier ist auf einmal das Auto, das Moderne und das Haus ist irgendwas merkwürdig antiquiertet. Also da findet irgendein Paradigmenwechsel statt. Ich glaube, der ist auch relativ interessant anzugucken, wo bewegt sich Architektur und Technik hin und was ist eigentlich ein Sinnbild für Fortschritt und was ist ein Sinnbild für Reaktion oder für gestern, sage ich mal. Und das ist an diesem Bild ganz deutlich geworden. Also das ist unheimlich schön, dieses Bild eigentlich. In seiner Zweideutigkeit. Wohl wissend, dass die diese Rennwagen auch ideologisch benutzt haben, aber technisch ist das natürlich eine Missleistung, die da gezeigt wurde. Also insofern schon ziemlich interessant. Ich glaube, die Ableitung muss her. Ich glaube, dass Wirkung nur durch Person und eigenes Engagement passiert und eigene Gedankenwelt entsteht und nicht durch religiöse oder ideologische Prägung. Und dass Staaten, die versuchen, wir leben ja in so einem Staat, die versuchen plötzlich Meinungen zu kanalisieren, die neue Worte empfinden wie Querdenker oder irgendwas, was eigentlich ganz furchtbar ist, was hier so los ist in diesem Land, die plötzlich politische Meinungen zu 100% vertreten sehen wollen in der Bevölkerung, auch wenn man anders denkt. Also wir bewegen uns gerade in eine Richtung, die sehr viel mit diesen beiden Pavillons zu tun hat, die wir da gesehen haben, mit dem Schwerpavillon, mit dem Ostpavillon. Ich wollte ja nur gerade einen Beitrag leisten, um die Aufmerksamkeit, ohne dass jetzt sozusagen das als Programmatik der Moderne missverstanden wird. Ich wollte einfach nur schlicht einfach die Geschichte dieses einen Ortes nochmal neu aufsuchen. Da sind viele interessante Sachen, die du angesprochen hast. Die Frage ist, was der Wert und der Sinn so einer Ausstellung, wie sie da konzipiert war, sein könnte, also wie Ästhetik und Politik, auch wie Pazifismus heute sich ästhetisch und politisch darstellt. Damals, was ganz interessant war, war Teil der Regierungspolitik der Volksfront von staatlicher Seite gebaut und beauftragt an eine gesellschaftliche Organisation, die das dann auch künstlerisch ausgestaltet hat. Also bin ja völlig an deiner Seite zu sagen, dass das spanische Pavillon die interessanteren Rahmenbedingungen hatte und die sozusagen bedeutsamen Kunstwerke versammelt hat. Dennoch hast du ja richtig gesagt, dass uns diese Themen weiter beschäftigt haben. Und was gab es alles für Themenausstellungen, wie die wir im Osten so gesehen haben? Was mag es noch für Themenausstellungen geben, die wir noch in dem gemeinsamen Land sehen oder was auch immer? Also der Wunsch, historisch komplexe Zusammenhänge irgendwie zu visualisieren, jenseits von musealen Ausstellungen, also als Informationsausstellung, besteht ja nach wie vor, die ganze Messegestaltung und Ähnliches beruht ja darauf. Insofern ist das natürlich eine sehr weltliche Veranstaltung und die Anklänge, die von den Machern mit Heiligtum und Mythos und sonst wie gezogen wurden, waren ja völlig klar.
Deswegen hat mich das auch veranlasst, sozusagen das weiter in die Kulturgeschichte zu gucken. Und bin ja auch skeptisch, ob das wirklich wirkungsvoll war. Aber als Teil der Unternehmung des Staates, des französischen Staates, so eine Weltausstellung zu machen und unter Léon Blum einen bestimmten Akzent zu setzen, finde ich nach wie vor erstaunlich. Und man hat natürlich gute Gründe zu sagen, es ist aus verschiedenen Gründen misslungen. Zumindest ist es dann natürlich scharf von der Realität eingeholt worden. Und mit dem schrecklichen Bild von Speer, Hitler und Breker an der Terrasse da deutlich machen wollte. Ist ja nur 3 Jahre später. Ja, auch das war schon zu sehen. Ne? Eigentlich. 37 war das schon zu sehen. Ne? Ja, wie auch immer. Gegenüber dieser aber es gab noch viel mehr. Ja, ja. Aber das Interessante ja an dieser Präsentation ist ja, dass wir zum, also oder die Verbindung hierher nach Berlin, in den Osten Berlins, ist ja nicht durch Max Lingner allein gegeben, sondern vielleicht auch durch überhaupt diese Komposition oder die Grundelemente dieses Pavillons, ne? Also ein Turm der Signale oder eine Säule, die Signale aussenden soll. Am Ende ist es ein Stern, vielleicht der Morgenstern, wer weiß, was das ist. Ja, klar. Und dann eben dieser Pavillonbau, der Rundgang, der mit Wandbildern geschmückt ist. Also ich meine, da ist man relativ schnell auch beim Palast der Republik mit seinen Bildern oder sagen wir mal im Ostberliner Stadtzentrum Wandbilder, eine Reihe von Wandbildern, die ja also einen ähnlichen Werdegang, einen Aufstieg oder darstellt. Und am Ende mit dem Fernsehturm hat man auch natürlich eine viel monumentalere, größere Vertikale. Mir fiel noch ein, dass in der Zwischenkriegszeit also an anderen Orten auch solche Signale errichtet wurden. Also ein Beispiel kann vielleicht erwähnt werden, in Prag ist ja die ganze Burg umgestaltet worden durch José Plečnik. Mhm. Und da war ein Element in der Planung, das ist dann nicht ausgeführt worden, also ein Obelisken vor die Silhouette des Schlosses zu stellen, was man von Prag aus hätte sehen können, mit einem Scheinwerfer oben in der Spitze. Und das als Erinnerung an die tschechische Legion im Ersten Weltkrieg. So, das wurde nicht gebaut, aber das ist auch so Mitte der 20er Jahre, glaube ich, konzipiert. Also da ist diese Idee dieser lichtaussendenden Scheinwerfer an klassizistischen, neoklassizistischen Säulen schon zu finden. Und das geht aber bis in unseren gebauten Stadtraum hinein. Ja? Also diese Motivik zumindest. Also mich hat beeindruckt, welchen hohen Anteil an christlicher Metaphorik da natürlich dahinter steht. Das ist natürlich die Tafelbilder selber, dann dieser Friedensstern, natürlich der Morgenstern und also die Weihnachtsbotschaft und die Zitate aus der Bibel und so weiter. Also das ist natürlich viel stärker präsent gewesen, als es für uns noch verfügbar ist. Und das ist schon ganz bemerkenswert. Und natürlich ist es Teil dieser konservativer Werte, Moderne dieser Zeit. Und natürlich ist es auf ein bürgerlich breites Bündnis konzipiert. Also wenn da die Frontkämpfervereinigungen neben den Frauenbewegungen sind, also das ist doch bemerkenswert. So. Und natürlich ist es eine relativ konservative Architektur. Und da schieben wir also sozusagen diese Wandbildgruppe da noch die progressivste zu sein, so, die irgendwie noch ein Teil des Grafikdesigns recht interessant zu sein. Also unabhängig davon, ob sie besonders ästhetisch oder moralisch mit den Kinderköpfen, aber da so ein Objekt als Fotoobjekt dahinzustellen, das war schon ganz interessant. So. Und also insofern bleibt das ein Gegenstand der Befragung, ohne jetzt also da ein abschließendes Urteil zu wenden. Wenn du eine Weltausstellung organisierst, Peter, selbst wenn du das machen müsstest, ja, dann braucht man natürlich sozusagen Ressourcen, Rahmen, Themen, du musst Nationen, musst mit den Einzelnen, also eine hochkomplexe Angelegenheit und da ist eigentlich noch relativ geschickt, ohne dass da eine einheitliche Ideologie durchgesetzt wurde, ein Rahmen gesetzt worden, den die Nationen ja auch gewählt haben. Und es ist eher bemerkenswert, wie in der Léon Blum, ob das nur gut oder schlecht war, aber doch bemerkenswert, dass der da so eine Friedensbotschaft und dass die Intellektuellen von wegen die pazifistische Grundhaltung Frankreichs hat sich ja dann als Fehler erwiesen, aber es ist denn, also bezogen auf Frankreich jetzt,
Und die Kommentarhaltung war ja auch nicht besonders weise in Bezug auf den Frankreich-Feldzug. Ja? Aber in Anführung bitte. Also die Dramen kommen ja alle noch. Mhm. Und wenn man so will, kann man die auch als ungelöste Probleme daran sehen. Die Fronten verliefen dann anders. Und es gibt ein Buch, weiß nicht, ob ich darauf Bezug nehme, über die utopischen Momente des 20. Jahrhunderts. Und da wird natürlich dann auch an Benjamin erinnert, der zum gleichen Zeitpunkt in der Nationalbibliothek arbeitete und die Sätze schrieb, dass eben Fortschritt und Schrecken immer ganz dicht beieinander sind und das ist natürlich da an der Weltausstellung besonders auch zu sehen. Mhm. Und trotzdem war für mich interessant, dass dieser Friedenspavillon weder in der Selbstdarstellung der französischen Geschichte dieser Weltausstellung und der Volksfrontregierung oder auch der DDR-Geschichte, Weltfriedensbewegung, irgendwie eine größere Rolle gespielt hätte oder dass man wüsste, wer daran teilgenommen hat und so weiter. Also insofern bleiben die Fragen universell interessant. Ja? Was ist mit Höhen, Monumenten und mit bildender Kunst im Raum und wie ist es mit den Raumfolgen? Solche halbrunden Gebäude müsste man natürlich systematisch auch mal hinterfragen. Es war ja offenbar der Ausstellungsarchitekt der ganzen Weltausstellung, der gesagt hat, macht doch so ein Ding, was sich da zum Platz öffnet. Und dann haben die da eben ihre Läuterungsausstellung da reingebracht. Im Grunde sind auch relativ simple Zwangspunkte, die dann zu so einer Sache geführt haben. Ich hoffe, man kann mal rauskriegen, wer eigentlich da welchen Anteil noch genau hatte. Ja, ich habe mal auf die Uhr geschaut. Wir sind ja schon 2 Stunden zusammen jetzt. Gibt es noch Fragen? Keine Frage, sondern nur ein Kommentar, weil dieses letzte Bild, das ist offenbar Entwurfsstand Hidalgo jetzt, ja? Ja, ich konnte leider nicht ganz rauskriegen, wie der Diskussionsstand ist, also offensichtlich eine gesamtstädtische Planung, der Bezirk in Paris ist dagegen, aus irgendwelchen Gründen. Alle neoklassizistische Architektur des weltberühmten Palais de Chaillot. Warum kann man es nicht lassen, wie es ist? Man kann ja schöne informative Schautafeln. Nun wird alles begrünt bis zur École Militaire. Es war aber historisch immer anders. Also ich finde das, ich weiß nicht, wie die Architekten die Kenner sagen, ich finde es eine Verlächerlichung des Ortes. Ja, es ändert nichts. Das große dänische Büro. Es ändert nichts an, es ändert nichts an der Architektur. Die muss man nicht schön finden, diese neoklassizistische. Aber Herrgott nochmal, lass doch ein Baudenkmal einfach mal so stehen. Gut, dass die Bundesregierung es nicht hat. Also die Baudenkmäler werden ja nicht jetzt im Näheren angefasst. Ja, sie werden verhübscht. Sie werden, ja, etwas, das wird, ich finde es geradezu lächerlich. Also ich fand jetzt den... Ja. Dieses Ding auch nicht so besonders. Nein, auch nicht. Da wird wieder was hingestellt. Ja. Es ist nachträglich. Heroisierung. Es passt vom Design besser, dieser komische Pferdepopo, als diese grüne Ferienlandschaft. Ja, also die weiß man nicht. Die ist natürlich im Moment, es geht, oder vielleicht auch länger, es geht natürlich Zeitgeist. Ne? Das ist so einfach. Wir haben ja jetzt mal die. Eine sehr kleine Ausstellung, dann nehmen Sie doch mal ins Feminismus der skandinavischen Botschaften. Da haben die gerade über Dänemark so ein bisschen Bürger bewegt, sage ich mal, aber so den ökologischen und bewohnerbezogenen Umbau ihrer Städte so ein bisschen dokumentiert mit x Beispielen. Ja. Und dann sieht man, dass das also ein Riesenthema ist. Und wenn man es ernst nimmt, natürlich, lokal ernst nimmt, sage ich mal, dann ist natürlich schon eine Klimaverbesserung der Stadt. Das ist so. Es ist natürlich nicht mehr die historische Situation, die wird es dann auch nicht werden, wenn da der Wald steht, sage ich mal. Das wird dann ein anderes Stück sein. Dann ist wieder die Frage, wie viel Denkmal will man erhalten oder wo sind die Entwicklungen möglich? Also wir haben ja mit Thomas zusammen diese Diskussion bei der Marx-Allee am 2. Bauabschnitt gehabt, kann man auf diesen jetzt begrünten Mittelstreifen Bäume stellen oder kann man da keine Bäume stellen? Und dann kriegen wir also von der Denkmalpflege die Antwort, nee, wir können da keine Bäume hinstellen, das war die Demonstrationsachse der DDR.
sagt man als Nächste, das war aber nicht der Rote Platz, das wisst ihr schon, das war immer so ein Behelfsstandort, weil die anderen nicht gingen, aber die Bäume stehen immer noch nicht auf diesem Mittelstreifen und die werden da auch nicht stehen. Und dann ist die Frage, wie viel Denkmal und wie viel Erhalt ist wichtig für eine Stadt oder nicht. Und das muss man hier irgendwie diskutieren und entscheiden. Sicherlich ist es so, dass dieser große Auftritt, den man ja da auch mit dem Reiterstandbild gesehen hat, der ist weg. Also die Monumentalität geht zugunsten der Landschaft, sagen wir mal, verloren. Die Brücke ist begrünt, ja. Ja. Die Urfunktion der Brücke ist, Bäume zu tragen. Das ist übrigens die Jenenser Brücke, vielleicht kann man damit dann Schluss machen. Die Jenenser Brücke, die sozusagen an den Sieg Napoleons bei Jena und Auerstedt erinnert und deswegen da also auch französisch-deutsche Geschichte einschreibt. Also ich will ja gar kein Urteil über diesen Entwurf, ich war nur ganz erfreut, dass da weitergedacht wird und dass man natürlich die Frage stellt, wie wird dann an die Mehrschichtigkeit der Geschichte hier erinnert, spielt das irgendeine Rolle? Und insofern war jetzt diese Geschichte der französischen, dieser Topografie Paris doch ganz, ganz interessant. Mir stellte sich noch die Frage, wo das ganze Baumaterial hin ist von 1937. Das ist wahrscheinlich irgendwelche Umbauarbeiten in die Zerkleinungsindustrie oder in die Baustoffgewinnung der nächsten Bauten eingegangen. Da sind einfach von Paris ein paar Hügel aufgeschüttet worden, die man ja, wenn man Richtung Verlauf fährt, bei uns auch sieht. Also insofern ist die Landschaft da so ein bisschen behügelt worden mit diesem Zeug. Also ja, aber ich wusste schon, dass die uns vielleicht und alles abgerissen haben. Liebe Gäste, ich danke erstmal für Ihre Beiträge und vor allen Dingen eigentlich dem Gastgeber. Herzlichen Dank für das Feedback.